Schönen guten Abend, herzlich willkommen hier im Haus am Dom. Sehr voll ist hier der große Saal und auch die Empore und ich vermute, dass es im Chat auch recht voll ist. Ich begrüße Sie alle hier real und digital und ich begrüße insbesondere Ulrike Herrmann, deretwegen wir gekommen sind und freuen uns, dass sie hier ist und ihr neues Buch uns vorstellt, Das Ende des Kapitalismus. Kann sein, dass das die Parole ist, die gesagt hat, oh ja, da will ich dabei sein beim Ende des Kapitalismus. Aber warum ist Wachstum nicht mit, mit dem Erhalt der Lebensgrundlagen, mit den Ressourcen, die wir haben, vereinbart? Und dann werden wir nochmal im Detail drauf gehen. Aber vorher wird Ulrike Herrmann ihre Thesen am Rednerpult so eine halbe Stunde, 40 Minuten vorstellen und Sie haben bestimmt ganz viele Fragen und wenn wir die hintereinander machen, dann kommen die ersten drei dran und dann geht das nicht. Deswegen hatte mein Kollege Thomas Wagner, der mich unterstützt hier bei der Moderation, er nimmt die Fragen aus dem Chat und hat da an den kleinen Tisch Zettel hingelegt und Stifte, wo Sie Ihre Fragen und Themen aufschreiben können und dann wird er die Themen clustern, damit nicht die gleiche Frage mehrfach kommt und ja, also insofern ist das sozusagen ein Gemeinsinn, wenn nicht jeder in aller Ausführlichkeit drankommt. Und ich bin Georg Horntrich, Studienleiter für Wirtschaft und Finanzen hier an der Katholischen Akademie Rabanus Maurus im Haus am Dom. Nun aber zu Ulrike Herrmann. Ulrike Herrmann stammt aus Hamburg, hat eine Lehre als Bankkauffrau gemacht und ihre journalistische Ausbildung bei der Henry-Nannen-Schule. Sie studierte Geschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin, war Mitarbeiterin bei der Körber-Stiftung in Hamburg und zugleich Pressesprecherin der Hamburger Gleichstellungssenatorin Christa Sager. Seit 2000 ist sie in der Redaktion bei der Taz und seit 2006 verantwortet sie den Wirtschaftsteil, ist dort Wirtschaftskorrespondentin. Und in dieser Funktion hat sie auch verschiedene Preise bekommen, zum Beispiel den Preis für Wirtschaftspublizistik der Keynes-Gesellschaft oder den Otto-Brenner-Preis Spezial für ihren kritischen und pointierten Wirtschaftsjournalismus. Und als Autorin ist sie heute hier. Ihre vergangenen Bücher waren Der Sieg des Kapitals, Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung und nun Das Ende des Kapitalismus. Jetzt bin ich gespannt. Wie sieht das Ende des Kapitalismus aus? Frau Herrmann, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Ja, okay. Ich glaube, dass wir noch eine Lösung brauchen für die Damen und Herren auf der Empore. Die müssen ja auch Fragen stellen können, aber die können ja nicht runterkommen zu Thomas Wagner. Also wenn Sie oben Fragen haben nach meinem Vortrag, dann melden Sie sich, nicht? Da finden wir dann eine Sonderlösung. Aber jetzt erstmal der Vortrag. Sie haben das schon gemerkt, Herr Horntrich hat versucht, mich runterzuhandeln auf 30 Minuten. Es könnte aber sein, dass es trotzdem 40 werden. Denn ich muss ja tatsächlich viel erklären, das Ende des Kapitalismus ist ja ein großes Thema. Um schon mal ein Missverständnis zu vermeiden, ich bin keine Kapitalismuskritikerin, ganz im Gegenteil. Ich finde dieses System, in dem wir leben, außerordentlich faszinierend. Deswegen habe ich inzwischen dazu auch schon 4 Bücher geschrieben. Denn es muss einem ja klar sein, dass dieser Kapitalismus das einzige dynamische Sozialsystem ist, das die Menschheit jemals entwickelt hat. Also, oder anders gesagt, alle anderen Menschen vor uns auf allen Erdteilen haben immer in stagnierenden Agrargesellschaften gelebt. Es gab kein Wachstum pro Kopf. Fast alle mussten auf dem Land schuften und die durchschnittliche Lebenserwartung war 35 Jahre.
Das heißt, wir haben von dem Kapitalismus profitiert, weil er eben Wohlstand und Wachstum erzeugt hat. Eigentlich alles super. Es gibt aber eben ein Problem. Der Kapitalismus erzeugt nicht nur Wachstum, sondern er benötigt auch Wachstum, um stabil zu sein. So, jetzt ist das aber keine neue Erkenntnis, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Es geht nicht. Und man muss sich klar machen, dass die Westeuropäer im Augenblick so tun, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Bekanntlich gibt es aber nur eine Erde. So, andere Länder sind noch schlimmer. Die USA sind schon dabei, 5 Planeten zu verbrauchen. Also da wird immer sozusagen die Bevölkerung anteilig an der Weltbevölkerung gemessen, aber anteilig sind die Amerikaner schon bei 5 Planeten. Und es gibt Länder wie Katar, die sind schon bei 33 Planeten. Ja, das ist ja ganz offensichtlich, dass das keine Zukunft hat und dass die Erde noch nicht komplett kollabiert ist, liegt daran, dass es immer noch Kontinente gibt, vor allen Dingen Afrika, die ihren Anteil am Planeten nicht völlig ausreizen. Aber es kann ja jetzt nicht die Zukunft sein, dass wir sozusagen auf Kosten der Afrikaner leben und auch die wollen sich entwickeln. Also, dass man hier nicht drei Planeten verbrauchen kann, wenn man nur eine Erde hat, ist offensichtlich. Es zeigen sich zwei absolute Grenzen, die auch erkennbar in Sicht sind. Das eine ist die Rohstoffgrenze. Darüber will ich jetzt heute nicht reden, aber es hat sich ja schon rumgesprochen, dass sogar Bausand knapp wird. Und die andere Grenze ist die Umweltgrenze. Und die Klimakrise ist ja keineswegs das einzige Problem, sondern wir rotten auch alle Arten aus. Wir ruinieren die Böden, wir ruinieren die Süßwasserreserven, wir ruinieren die Meere und so weiter. Also es wird alles ruiniert. So, das weiß eigentlich auch jeder, sodass man gleich zu der Frage kommen kann, okay, und was machen wir jetzt? So, dann gibt es zwei Ideen, die Sie auch alle kennen und auf die ich jetzt ein bisschen eingehen will. Die erste Idee ist zu sagen, okay, also das leuchtet mir ein, drei Planeten kann man nicht verbrauchen. Wir reduzieren jetzt hier einfach mal den Konsum. Wir haben doch sowieso schon so viel, jedenfalls im Durchschnitt. Ich rede jetzt nicht von den Armen, aber im Durchschnitt haben wir in Deutschland alle mehr, als wir brauchen. Da könnte man doch einfach mal ein bisschen beim Einkaufen einsparen. Und diese Idee ist auch deswegen so plausibel, weil es sehr schöne Studien gibt zum Thema Konsumverhalten der Deutschen vom Umweltbundesamt, richtig intelligent. Diese Studie bestand aus zwei Teilen. Teil 1 war, dass man repräsentative Haushalte gefragt hat, wie viele Gegenstände sie überhaupt besitzen. Aber da wurde dann auch wirklich jede einzelne Gabel mitgezählt. Und dann kam raus, dass der durchschnittliche Haushalt in Deutschland 10.000 Gegenstände hat. So, und dann kam der zweite Teil, das war der intelligente Teil. Nämlich, es wurde gefragt, was die Leute davon eigentlich benutzen. So, dann stellte sich raus, dass überhaupt nur 5.000 Gegenstände angefasst werden. Also nur die Hälfte. So jeder, der jetzt mal an sich selber denkt, an seine Schränke, Garagen, Keller, Dachböden und so weiter, weiß ganz genau, dass es ganz viele Dinge gibt, die hat man eigentlich noch nie gesehen. Oder genau genommen einfach nur einmal, nämlich als man sie angeschafft hat. Ne? Und seitdem sind die irgendwie verschwunden. Und natürlich könnte man dann einfach sagen, okay, wenn die Hälfte aller Gegenstände gar nicht benutzt wird, dann könnte man ja ab morgen sagen, okay, ich kaufe nur noch die Hälfte. Oh ja, das ist super, danke. So, das ist aber diese Idee, einfach runter mit dem Konsum, krankt aber an einem Missverständnis. Es ist nicht so, auch wenn die Werbung das behauptet, dass Sie in Deutschland kaufen würden, um Ihre Bedürfnisse zu befriedigen, sondern wir alle konsumieren, um das System zu stabilisieren. Wir konsumieren, damit es Arbeitsplätze gibt. Also stellen Sie sich mal das Gegenteil vor. Alle würden jetzt sagen, okay, morgen, ab morgen, ich kaufe nichts mehr. Weil brauche ich ja nicht, ich habe ja schon genug. Dann würde morgen, und zwar nicht erst in einem Jahr, morgen würde dann das Wirtschaftssystem in Deutschland zusammenbrechen. Und zwar sofort. Der Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein. Dass das so ist, hat jeder auch mitbekommen in dem größten Wirtschaftsexperiment aller Zeiten,
das nämlich Corona hieß. Also Sie alle waren dabei, nicht März 2020. Es wird plötzlich klar, dass dieser Virus nicht in China bleibt, sondern nach Europa kommt. Innerhalb kürzester Zeit sind die Lieferketten zusammengebrochen, ganze Branchen mussten schließen, also Bars, Läden, Konzerthallen, alles zu. So, und was ist passiert? Da hat keiner gesagt, ach wie schön, jetzt wird die Umwelt wenigstens ein bisschen geschont, sondern stattdessen, das ging auch innerhalb von Tagen, nicht von Wochen oder Jahren, hat der deutsche Staat beschlossen, Milliarden in die Wirtschaft zu pumpen. Und jetzt mal warten. So, und das möchte ich auch nicht kritisieren, nicht, dass Sie das missverstehen, das bringt nichts, wenn man chaotisch schrumpft und Millionen von Arbeitsplätzen verliert und Arbeitslose dann erzeugt. Das war richtig, aber das war eine teure Maßnahme, nicht? Bis heute hat der Staat ungefähr 500 Milliarden Euro alleine für die Corona-Krise ausgegeben. Aber jeder weiß, das wurde auch nicht irgendwie debattiert, gab gar keinen Widerspruch, weil jeder in Deutschland weiß, wenn man weniger konsumiert, gibt es weniger Arbeitsplätze, diese Arbeitslosen können noch weniger konsumieren und ungeordnet schraubt sich der Kapitalismus ins Chaos. Das ist eine Spirale, die sich nach unten dreht, ohne Ende, muss man auch klar haben. Das geht bis runter, bis eigentlich alles an wirtschaftlichen Vermögen vernichtet ist. Und dieses chaotische Schrumpfen darf man sich nicht friedlich vorstellen, sondern das ist extrem gefährlich für die Demokratie. Das wissen wir ja als Deutsche besonders gut. Nicht? Genau das ist 1929 in der Wirtschaftskrise passiert. Millionen Arbeitslose haben dann damals ihre Perspektive verloren. Uns als nächstes Hitler gewählt, der dann 1933 an die Macht kam. So, das will natürlich keiner nochmal erleben. Das heißt, dieses unkoordinierte, ach, ich verzichte mal auf Konsum, geht gar nicht. So, weil jedem klar ist, dass der Kapitalismus Wachstum braucht, um stabil zu sein, gibt es jetzt eine zweite Idee, die Sie auch alle kennen. Die zweite Idee ist grünes Wachstum. Nicht? Das ist die Idee, man setzt auf technische Lösungen. Die Inkarnation des grünen Wachstums ist das E-Auto. Nicht? Also vorher fahren eben alle mit Verbrennermotoren, die Benzin oder Diesel benötigen und dann kommt das E-Auto. Es bleibt alles wie bisher, nur ein anderer Antrieb und schon ist die klimaneutrale Welt da. Diese Idee des grünen Wachstums vertreten in Deutschland alle Parteien. Also von der CSU bis zu den Grünen sind sich alle einig, wir wollen grünes Wachstum. Die Differenzen zwischen den Parteien sind nur, wie schnell man die Windräder aufbaut, die man dafür braucht. Aber an sich ist das die herrschende Idee in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, sondern das gibt es auch weltweit. Nicht? Die Europäische Union hat das gleiche Ziel. Da heißt das dann, haben Sie auch schon alle gehört, Green New Deal. Aber das gibt es auch bei der Weltbank, bei der EZB, bei dem Internationalen Währungsfonds, überall ist grünes Wachstum. So, und das wäre ja an sich wunderbar, nicht? Ich wäre auch sehr fürs grüne Wachstum, aber da gibt es eben eine schlechte Nachricht. Ja, ich weiß nicht, warum Sie jetzt schon lachen. Also jedenfalls, die schlechte Nachricht ist, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um dieses grüne Wachstum zu befeuern. So, also zunächst mag das irgendwie erstaunlich klingen, dass Ökoenergie knapp und teuer bleiben wird, weil es nämlich so ist, rein physikalisch, dass die Sonne 5000 Mal mehr Energie zur Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn alle so leben würden wie im Westen. Also es fehlt nicht an physikalischer Energie. Nur, das wissen Sie auch, das bringt ja nichts, dass die Luft warm ist. Man muss ja diese Sonnenenergie einfangen. Und dafür gibt es, etwas vereinfacht, aber im Kern nur zwei Technologien, die überhaupt ausbaubar sind, die auf große Mengen kommen können. Und das eine sind Solarpaneele und das andere ist Windenergie, sind Windräder. Das heißt, das muss man sich ganz klar machen, ich glaube, das ist vielen auch noch nicht so deutlich, nur Strom und sonst nichts, nur Strom lässt sich ökologisch herstellen, eben durch Solarpaneele und durch Windräder. Das bedeutet, wenn man eine klimaneutrale Welt haben will oder Wirtschaft haben will, dass man alle Branchen, alles,
auf Strom umstellen muss. Also nicht nur die Stromproduktion muss ökologisch werden, sondern auch der Verkehr, die Industrie und die Heizung, alles muss auf Strom umgepolt werden. Das ist technisch möglich, daran scheitert es nicht. Aber dann, wenn man sich das mal anguckt, wie weit wir sind, dann sind die Zahlen erschütternd. Und zwar ist es so, das ist jetzt die Zahl für 2021, dass die Windenergie 4,7% des Endenergieverbrauchers in Deutschland abgedeckt hat. Das ist nichts. So, und die Solarenergie war nur bei 2%. Und man muss auch wissen, dass in Deutschland die zentrale Energieform Wind sein wird, weil es bei der Sonne ist, so ist, weiß eigentlich auch jeder, dass sie im Winter praktisch nicht scheint. Im Winter bekommen wir nur ein Achtel der Sonnenenergie ab, die wir im Sommer haben. Das ist also extrem, eine extreme Schwankung, die natürlich für ein Wirtschaftssystem nicht auszuhalten ist, dass wieder Kapitalismus permanent, und zwar permanent, Energie benötigt. Das heißt, wir müssen sehr stark auf Wind setzen. Deswegen ist es ja auch so eine schlechte Nachricht, dass wir im Augenblick erst bei 4,7% sind, was die Abdeckung des Endenergieverbrauches angeht. Natürlich kann man noch sehr viel mehr Windräder aufstellen und es gibt auch gar keine Alternative zum Thema Windenergie. Ne, man kann ja hier nicht die Welt aufheizen, bis man nicht mehr auf ihr leben kann. Also Klimaschutz ist zentral, kann man gar nicht diskutieren, dass man das braucht. Aber sie fangen an zu sehen, das wird alles sehr, sehr schwierig. So, dann gibt es ein weiteres Problem, das eigentlich auch bekannt ist, nämlich der Wind weht nicht immer. Es gibt Flauten. Es ist auch so, dass man die Flauten nicht vorhersehen kann. Zum Beispiel war es so 2021. Deswegen sind die Werte auch so schlecht für 2021. War es so, dass es zwischen Januar und März praktisch keinen Wind gab, obwohl das eigentlich die windreichen Monate sind. So, das heißt, wenn man auf Wind und Sonne setzen will, dann muss man enorme Mengen an Strom speichern, um sicher zu sein, dass man immer Energie hat, auch wenn eben gerade kein Wind weht, obwohl das eigentlich eingeplant war. Und diese Speichertechnologien sind technisch auch möglich, aber eben aufwendig. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine sind Batterien und das andere ist grüner Wasserstoff. So, beides ist teuer, beides ist aufwendig. Den grünen Wasserstoff, um mal ganz ehrlich zu sein, gibt es im Augenblick eigentlich noch gar nicht. So, wie gesagt, Klimaschutz muss sein, aber die Ökoenergie wird knapp und teuer bleiben. Und damit ist klar, dass es hier nicht um grünes Wachstum geht, sondern um grünes Schrumpfen. Jetzt, wenn Leute grünes Schrumpfen hören, dann denken sie eigentlich alle sofort, okay, jetzt ist der Abmarsch in die Steinzeit vorprogrammiert. Nicht? Jetzt müssen wir alle wieder in Höhlen leben oder nur noch Felle tragen. Also so schlimm ist es dann nicht. Nicht? Es gibt keine Modelle, die irgendwie berechnet hätten, wie man sich das grüne Schrumpfen vorstellen muss und wie viel Energie dann eigentlich noch übrig ist und so. Deswegen habe ich jetzt einfach mal mir überlegt, okay, nehmen wir mal an, und das wäre schon extrem, ne? Nehmen wir mal an, man muss die deutsche Wirtschaftsleistung halbieren, damit die Ökoenergie reicht. Wo würden wir dann landen? Habe ich einfach, Sie sind ja sozusagen in der Stadt der Bundesbank, nicht? Habe ich einfach die Bundesbankzahlen mir angeguckt und dann kam ich raus bei dem Jahr 1978. Also die meisten von Ihnen haben das Jahr 1978 ja miterlebt und Sie werden wissen, wenn Sie sich daran erinnern, wir waren damals auch glücklich. Ne? Oder? Waren Sie alle unglücklich? Nee. Also die meisten waren 1978 so glücklich wie heute. Ne? Es gab natürlich keine Erdbeeren im Winter und es gab auch keine Flugmangos. Aber man ist auch nicht für 2 Tage nach Mallorca gejettet, um da einen Betriebsausflug hinzumachen, sondern 3 Wochen nach Italien gefahren. Mit dem Auto, das wäre natürlich zukünftig anders, da müsste man dann mit der Bahn fahren. Aber das ist ja eigentlich nicht schlecht, nicht? Ist vielleicht besser 3 Wochen Italien als 2 Tage Mallorca. Also es war jedenfalls nicht der Horror. Jetzt sind da ja einige da oben auf der Empore, die 1978 noch nicht dabei waren. Deswegen nur so
zwei Anhaltspunkte. Ne? 1978 war das Jahr, in dem Argentinien Fußball-Weltmeister wurde. Und das war auch das Jahr, wo der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam und alle Jungs mit diesen völlig albernen grünen Schwertern rumliefen. Nicht? Die hatten alle so Laserschwerter, also ganz furchtbar. So, aber das war 1978, also nicht viel anders als heute. So, was Sie daran schon sehen, ist, das Ziel ist nicht das Problem. Also es ist irgendwie klar, wir müssen in eine ökologische Kreislaufwirtschaft kommen, wo man nur noch verbraucht, was man auch recyceln kann und wo eben die Ökoenergie reicht. So, und diese Kreislaufwirtschaft wäre irgendwie 50% kleiner als unsere Wirtschaft heute, aber da würde niemand hungern, es wäre nicht die Katastrophe, ne? Sondern man könnte eigentlich entspannt und schön leben. Das Problem taucht nicht beim Ziel auf, bei der Vision, bei dieser ökologischen Kreislaufwirtschaft, sondern das Problem taucht an einer Stelle auf, die nie besprochen wird, nie diskutiert wird, nämlich das Problem ist folgendes. Hier haben wir den großen Kapitalismus, der auch dynamisch wachsen muss, also noch größer werden muss, damit er stabil ist. Und hier haben wir die kleine ökologische Kreislaufwirtschaft, die dann auch tendenziell statisch wäre. So, wo man zwar gut lebt, aber jetzt ist die Preisfrage, wie kommt man da eigentlich hin, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert mit Millionen von Arbeitslosen, die alle ihre Perspektive verlieren und dann irgendwie rechtsradikal wählen. Nicht? Also was nicht passieren darf, ist, dass man unterwegs die Demokratie opfert, denn dann kommt man ganz bestimmt auch nicht bei der Kreislaufwirtschaft an. So, und diese Brücke, über die wird nie geredet, auf Neudeutsch heißt das Transformation. So, und das ist aber nicht trivial, dieser Übergang. Und zwar besonders hart wird es Frankfurt treffen. Ja, das müssen Sie sich klar machen, dass das hier nicht einfach wird. Es wird aber trotzdem aus meiner Sicht keine Alternative geben. Also um jetzt mal sich zu überlegen, also das hatte ich Ihnen ja schon gesagt, zentral ist, wofür wird die Ökoenergie reichen? So, und da gibt es dann eben Branchen, für die sie nicht reichen wird. Also um mal schon mal mit Frankfurt anzufangen, was aus meiner Sicht nicht geht, wenn man Klimaschutz betreiben will, ist Fliegen. Und zwar weder Langstrecke noch Kurzstrecke, es geht einfach gar nicht. Das liegt an zwei Dingen. Das eine ist, man kann technisch Bio-Kerosin oder Öko-Kerosin oder wie das auch heißt, synthetisches Kerosin herstellen. Das ist aber wahnsinnig energieaufwendig und dafür wird die Ökoenergie nicht reichen. Und dann gibt es noch ein zweites Problem, nämlich dass auch Öko-Kerosin Kondensstreifen hinterlässt und Kondensstreifen führen auch dazu, dass sich die Welt aufwärmt, eben weil dann die Wärme nicht mehr in den Weltraum abstrahlen kann. So, das heißt, Flugzeuge gehen nicht. Jetzt ist es aber so, dass in ganz Deutschland und natürlich davon auch viele in Frankfurt, dass in ganz Deutschland 850.000 Menschen direkt oder indirekt an der Flugzeugindustrie hängen. Also ob das jetzt Airbus in Hamburg ist oder aber hier Fraport oder die Stewardessen oder die Piloten, das ist ein Riesenbusiness. So, jetzt ist natürlich dann die Frage, ja, was sollen denn diese 850.000 Leute machen, wenn es keine Flugzeuge mehr gibt? Ein verwandtes Problem, das jetzt Frankfurt nicht so trifft, ist das Thema Autos. Nicht? Also aus meiner Sicht wird die Ökoenergie nicht reichen, damit jeder ein E-Auto haben kann. Das ist nicht das Ende der Mobilität. Man kann ja auch Bus fahren und die Busse würden auch im ländlichen Bereich viel häufiger fahren, wenn nicht jeder in seinem Auto sitzen würde. Aber das Problem ist, im Augenblick sind in der Automobilindustrie 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt beschäftigt. Man könnte die Frage auch anders stellen, was soll aus Baden-Württemberg werden? Nicht, denn Baden-Württemberg lebt heute im Kern von der Automobilindustrie, aber auch zum Beispiel Niedersachsen, also der Raum Braunschweig, der Raum Wolfsburg, das ist alles Autoland. Was soll daraus werden? Aber eine schrumpfende Wirtschaft trifft nicht nur Produktionsbranchen, sondern auch die Dienstleistungen würden sich völlig verändern. Und auch das würde dann wieder Frankfurt sehr stark treffen,
Weil es nämlich so ist, dass in einer schrumpfenden Wirtschaft alle Banken zwingend zusammenbrechen. Es ist nämlich so, dass Kredite nur zurückgezahlt werden können, wenn es Wachstum gibt. In dem Moment, wo eine Wirtschaft schrumpft, können die Kredite nicht mehr vollständig zurückgezahlt werden. Das Geschäftsmodell der Banken ist damit obsolet. Also in einer schrumpfenden Wirtschaft würde niemand mehr einen Kredit aufnehmen, weil ja irgendwie klar ist, okay, mein Einkommen schrumpft, wie soll ich denn da einen Kredit zurückzahlen? Also gäbe es niemanden mehr, der einen Kredit aufnimmt. Umgekehrt ist es so, dass die Banken auch gar keine Kredite mehr vergeben würden, weil die ja wissen, okay, schrumpfende Wirtschaft, Geld sehe ich nie wieder, nee, also Kredit mache ich nicht. Damit sind aber die Banken vorbei. So, und das trifft nicht nur die Banken, sondern das in gleicher Weise auch die Lebensversicherungen. Also Sie wissen ja, wie eine Lebensversicherung funktioniert. Übrigens, in Deutschland gibt es 95 Millionen Lebensversicherungen, aber nur 85 Millionen Einwohner. Also hier hat im Durchschnitt schon jedes Baby eine Lebensversicherung. Deswegen nehme ich mal an, dass Sie auch alle eine haben. Nee, oh, da hinten hat jemand keine, okay. Aber trotzdem auch die, die keine haben, wissen, wie es geht, nicht? Man zahlt immer Prämien ein und dann will man am Ende die Prämien zurückhaben. Plus Überschuss. Ne? Und dieser Überschuss, den kann es nur geben, wenn es Wachstum gibt. Das heißt, wenn eine Wirtschaft schrumpft, ist erstens nichts mit Überschuss. Aber noch schlimmer, die Prämien, die Sie eingezahlt haben, die kriegen Sie auch gar nicht vollständig zurück. So, das würde natürlich auch kein Mensch mehr machen. Das heißt, die Lebensversicherungen wären auch komplett am Ende. So, aber das würde jetzt auch zum Beispiel, ich will ja hier jetzt nicht so tun, als würde es meinen Job nicht berühren. Also Sie wissen ja, Zeitungen leben ganz wesentlich davon, dass es Anzeigen gibt. Aber Anzeigen würde auch kein Mensch mehr schalten, wenn eine Wirtschaft schrumpft. Na, wozu denn? Also wenn die Waren knapp werden, dann muss man dafür nicht mehr Werbung machen. So, das heißt, das Fiese ist, ne, das Ziel, die ökologische Kreislaufwirtschaft, kann schön sein. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist der Weg. Weil wie soll man jetzt dieses unglaubliche Chaos vermeiden, dass ein schrumpfender Kapitalismus wahrscheinlich hinterlassen würde. So, damit, um noch eine Frage schon zu beantworten, weil die sonst gleich kommt, glaube ich, obwohl so viele Branchen entfallen, ob das jetzt Flugzeuge, Autos sind, Banken oder auch Journalisten oder so, obwohl sich so viele Menschen umorientieren müssten, wäre es kein Problem, neue Arbeit für diese Menschen zu finden, also zum Beispiel im Ökolandbau, auf den wir dringend umstellen müssen, weil die industrialisierte Landwirtschaft, so wie wir sie heute betreiben, ja, die Böden und die Artenvielfalt ruinieren. Im Ökolandbau bräuchte man sehr viel mehr Menschen, auch wird man den gesamten deutschen Wald wieder aufforsten müssen, weil der das, den Klimawandel, soweit ich das erkennen kann, nicht überleben wird. Also es wird Arbeitsplätze geben, das ist nicht das Problem, sondern dass die Schwierigkeit oder das Missverständnis taucht an einer anderen Stelle auf. Es werden alle Arbeit haben können, aber nicht mehr das gleiche Einkommen. Nicht? Denn es ist ja klar, wenn man eine schrumpfende Wirtschaft hat, wenn weniger Waren entstehen, dann kann man nicht das gleiche Einkommen haben wie heute, weil es ja gar nicht mehr so viel zu kaufen gibt. Aber wie gesagt, nochmal, nicht, bevor hier Betrübnis ausbricht, wir müssen nicht in die Steinzeit zurück. Nicht? Es wäre nur das Jahr 1978, das wieder anzupeilen wäre. Aber die Transformation ist eben schwierig, weil Millionen von Menschen sich umorientieren müssten. Und dieser Prozess, wie man eigentlich aus einem dynamischen Kapitalismus in eine kleinere Kreislaufwirtschaft kommen kann, das ist bisher überhaupt nicht erforscht. So, und da komme jetzt ich, ne? Genau. So, und mein Ansatz, also ich weiß jetzt nicht, ob Sie meine Lösung überzeugend finden werden, aber immerhin habe ich eine. Also wenn man vor so einer Frage steht, wie kann man sich jetzt eigentlich grünes Schrumpfen vorstellen oder wie kann man sich den Abschied aus dem Kapitalismus vorstellen? Kapitalismus ist ja Wachstum, wenn es kein Wachstum mehr gibt, ist es auch zu Ende mit dem Kapitalismus. Also wie kann man sich diesen ganzen Prozess vorstellen? Dann hilft es natürlich immer, in der Geschichte rumzugucken, ob es nicht schon mal einen ähnlichen Fall gab. Und von dem man sich inspirieren lassen kann. Ist natürlich klar, dass es nicht genauso kommt wie damals, aber zumindest mal so als Orientierung. Und da fiel mein Auge dann auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939.
So, und damit Sie das verstehen, was damals passiert ist, müssen wir noch mal kurz in das Jahr 1939 zurück. Es war nämlich so, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen, weil sie dachten, sie könnten Hitler befrieden, nicht? Das war die sogenannte Appeasement-Politik, die sie wahrscheinlich auch alle im Schulunterricht hatten. Also man hat Hitler 1938 Österreich geschenkt und 1938 hat man ihm auch das Sudetenland gegeben. Und dann dachten die Briten, ja, dann gibt er ja vielleicht endlich Ruhe. Jetzt hat er ja alle deutschsprachigen Bewohner irgendwie in seinem deutschen Reich, in seinem dritten Reich da vereint. Und dass das ein völliger Denkfehler war, das haben die Briten erst im März 1939 verstanden, als Hitler mit seinen Panzern in Prag stand. Weil das war die Idee, das war auch die völkerrechtliche Abmachung, dass die restliche Tschechoslowakei als Rumpfstaat überleben sollte. So war jetzt nicht. März 1939 war klar, okay, es kommt der Zweite Weltkrieg. Es war auch klar, dass Großbritannien angegriffen werden würde, weil Hitler den Zweiten Weltkrieg strategisch nur gewinnen konnte, wenn es gelingt, Großbritannien einzunehmen. So, jetzt hatte man aber nicht genug Waffen. Und es war klar, man wird angegriffen. Und da haben die Briten innerhalb von Wochen, das hat jetzt auch nicht Jahre gedauert, innerhalb von Wochen ihr gesamtes Wirtschaftssystem komplett umgestellt. Und die Briten haben damals eben eine völlig neue Wirtschaftsform entwickelt, nämlich die private, demokratische Planwirtschaft. Das war etwas völlig anderes als das, was zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion los war und was dann später auch in der DDR praktiziert wurde. Das war die sogenannte zentrale Planwirtschaft sowjetischen Typs, nicht? Da Sie wissen, wie das ging. Alles war staatlich und riesige Planungsbürokratien haben dann bis in den letzten, bis ins letzte Unternehmen die letzte Schraube irgendwie zugeteilt. Also so lief das in Großbritannien gar nicht, sondern alles blieb privat, die Läden, die Fabriken, die Restaurants. Aber der Staat hat eben Vorgaben gemacht, was noch produziert wird. Denn das Problem war ja, dass man die Friedenswirtschaft schrumpfen musste, um noch die Kapazitäten in den Fabriken freizuräumen, um jetzt so Militärgerät, was man sonst ja nicht braucht, wie Munition, Radargeräte, Flugzeuge, Panzer, U-Boote zu produzieren. So, und das Militärische ist für uns heute völlig uninteressant, aber interessant ist eben, wie diese Friedenswirtschaft geschrumpft wurde. Weil das war sozusagen tatsächlich mal Schrumpfen im Kapitalismus. Und wie gesagt, alles blieb privat, aber der Staat hat Vorgaben gemacht, was noch produziert wird. Wie das dann im Einzelnen lief, konnten die Manager oder Eigentümer auch selber entscheiden, hat sich kein Mensch drum gekümmert, nur die Ziele mussten erfüllt werden. Und dann hat der Staat diese knappen Güter verteilt. Das heißt, es wurde rationiert, nicht? Jeder bekam das Gleiche. So, was wichtig ist zu wissen, die Briten haben im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert. Aber es war natürlich alles knapp und das wurde rationiert. Das Erstaunliche war für uns heute vielleicht, aber das Bemerkenswerte war, dass die Rationierung in Großbritannien unglaublich beliebt war. Das war sozusagen, wie das die Regierung Churchill ausgedrückt hat, der größte Erfolg an der Heimatfront. Weil das nämlich eine Gesellschaft unendlich entspannt, zu wissen, dass alle genau das Gleiche kriegen. Denn das ist ja sozusagen die ultimative Gerechtigkeit. Hatte auch zur Folge, dass die Armen im Zweiten Weltkrieg in England besser ernährt waren als vorher. Nicht, weil sie mehr, also an mehr Zucker, mehr Milch, mehr Fleisch bekamen als vorher in Friedenszeiten. Also jedenfalls das Rationieren war derartig populär, dass die Briten bis 1954 rationiert haben, obwohl ja der Zweite Weltkrieg bekanntlich schon 1945 zu Ende war. Also wenn Deutsche hören, dass die Briten bis 1954 rationiert haben, dann denken sie alle immer unwillkürlich, oh, die armen Briten, Mann, müssen die arm gewesen sein. Aber es war anders, die Briten waren reicher als die Deutschen in den 50er Jahren, aber das Rationieren war eben so populär. So, heute, und damit höre ich dann auch auf, ist es natürlich ganz seltsam, sich vorzustellen, dass irgendwie etwas rationiert werden könnte, obwohl wir es wahrscheinlich demnächst mit dem Gas erleben werden, aber aus anderen Gründen, weil ja bekanntlicherweise gerade ein Ukraine-Krieg herrscht. Aber abgesehen von diesem Ukraine-Krieg ist das irgendwie seltsam. Und trotzdem wird es sehr schnell passieren, einfach weil die Klimakrise
das erzwingen wird. Das erste Gut, das demnächst in Deutschland rationiert werden wird, ist Wasser. Nicht? Also wir werden jetzt hier nicht zur Wüste, sondern es wird immer wieder regnen. Aber gerade im Sommer wird es monatelange Dürren geben, auch Hitzeperioden, das wird dann auch zusammenkommen. Und dann fehlt eben das Wasser. Und auch die Grundstoffreservoire sind ja in einigen Teilen Deutschlands schon extrem erschöpft. So, und dann, wenn dann das Wasser knapp wird, dann interessiert sich niemand mehr für das Thema Markt oder Preise. Das ist alles egal. Sondern stattdessen stehen die Leute alle beim Staat und wollen jetzt, dass der entscheidet, wer das knappe Wasser noch bekommt. Sind das jetzt die Landwirte, ist das die Industrie oder sind das die Haushalte? Und das ist dann Rationierung. Das geht dann nicht mehr über den Preis, sondern über das Verteilen von Mengen, die staatlich zugewiesen werden. So, Sie sehen also, wir sind gar nicht mehr so weit von der Kriegswirtschaft entfernt, sondern die einzige Wahl, die wir jetzt noch haben, ist, steigen wir rechtzeitig, geordnet, friedlich aus dem Kapitalismus aus, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise zu vermeiden, weil wir eben klimaneutral werden, oder machen wir erstmal weiter wie bisher mit dem Ergebnis, dass die Klimakrise sich rasant verschärft und dann eben die Katastrophen, die wir da zu erwarten haben, automatisch den Kapitalismus zu vernichten und dann ebenfalls eine Kriegswirtschaft gebraucht wird, um diese katastrophalen Klimafolgen irgendwie zu managen. Also, aber das wäre meine Botschaft an Sie. Der Kapitalismus wird auf jeden Fall enden. Ja, vielen Dank. Ja. Ja, also genau. Für diese Botschaft haben Sie starken Applaus bekommen. Na, es ging so. Ging so. Da haben schon einige stärker. Also vielleicht gibt es noch ein paar Ängste. Gut. Ja, setzen Sie dahin. Ihr Mikrofon müssten Sie nochmal anmachen. An das Publikum im Netz, im Saal und auf der Empore möchte ich nochmal sagen, beteiligen Sie sich über die Fragen. Da oben sind Zettel. Sie müssen nicht extra runterkommen. Sie können Papierfrage draufschreiben, Papierflieger falten und dann kommt der Papierflieger ziemlich nahe zu Thomas Wagner. Sie im Publikum schaffen es hier zu dem Stehtisch, schreiben Sie da Ihre Frage auf und natürlich dann auch Sie im Netz. Ich teile Ihre Großthese, aber im Detail habe ich doch ein paar Anfragen. Und zwar, also sicherlich, die Ressourcen werden knapp und vor allen Dingen, wenn wir die irgendwie global denken. Ja, also Sie haben ja eingeführt, Deutschland verbraucht auch zu viele Ressourcen und beutet die dann woanders aus. Nicht? Und ich kann mir nur eine klimaneutrale Welt vorstellen oder eine auch die mit vielen, mit einer hohen Artenvielfalt, wo es einigermaßen gerecht und gleich zugeht. Dennoch würde ich die Frage stellen oder bezweifeln, ob das Energiesystem tatsächlich so wenig hergibt. Ich habe von 2019 an bis 2021 einen Expertenkreis organisiert zum Stand der Energiewende. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass wir immer noch davon reden, was Wind und Solar hergeben. Und das sind dann oft die Zahlen von 2010, als Gabriel und all die anderen Bundesregierungen gebremst haben. Also das, was wir hier an Energie erneuerbare Energien haben, ist nicht vorne, sondern das ist der Stand eigentlich von 2010. Da ist viel, viel mehr möglich und es wird nicht nur an den Ressourcen mangeln, gerade bei Wind und vor allem Solarpanels. Das wollte ich nur mal sagen. Nee, darf ich dazu was sagen? Das ist ja eine extreme Behauptung, die Sie da aufstellen. Da würde ich ja jetzt gerne drauf antworten. Gut. Darf ich das? Ja, dürfen Sie. Also, Sie haben natürlich völlig recht, dass der technische Fortschritt auch bei den erneuerbaren Energien enorm ist. Aber das ist ja schon eingepreist.
Also die, um mal ein paar Beispiele zu nennen, wo die Probleme dann konkret auftauchen. Also die chemische Energie, chemische Industrie hat schon mal ausgerechnet, die haben ja auch irgendwie erkannt, dass am Klima, an der Klimaneutralität kein Weg vorbeiführt, wie viel Energie sie bräuchten, wenn sie komplett grün produzieren sollen. Und das Problem bei der Chemieindustrie ist, dass sie nicht nur enorm hohe Temperaturen brauchen zum Teil und enorm viel Energie, sondern dass sie auch, das ist ja jetzt auch beim Ukraine-Krieg dann aufgefallen, dass sie vor allen Dingen Gas, aber zum Teil auch Öl, als Grundstoff benutzen. Also der Kohlenstoff wird in chemische Produkte umgewandelt. So, und dann, wenn das jetzt nicht mehr geht, man da kein Gas mehr benutzen darf, weil dann ja CO2 entsteht, dann muss das ja alles irgendwie grün hergestellt werden. Und dann kam die Chemieindustrie auf den Wert von 685 Terawattstunden Strom, den sie brauchen. So, jetzt ist das ja erstmal eine abstrakte Zahl. Deswegen ist wichtig zu wissen, dass im Augenblick Deutschland, ganz Deutschland, nur 580 Terawattstunden Strom benutzt. Das heißt, allein die Chemieindustrie braucht mehr Strom, als wir heute verbrauchen. So, und so geht das die ganze Zeit weiter. Wenn man jetzt alles auf Strom umstellen will, dann ist das nicht so, dass man dann wahnsinnig an Energie sparen würde. Jedenfalls in vielen Sektoren würde man keine Energie sparen, sondern man bräuchte noch zusätzlich Energie. So, und wir haben jetzt schon einen riesen Energieverbrauch. Und der wäre dann größer, nicht kleiner. Und das alles mit Solarpanelen. Und es stimmt, dass die Solarenergie enorme technische Fortschritte macht, aber es gibt eben zwei Probleme. Das eine ist, da sind sich alle einig, dass die Wirkungsgrade nicht beliebig steigerbar sind. Und egal, wie gut der Wirkungsgrad ist von diesen Paneelen, die Sonne ist trotzdem nicht da. Nicht? Im Winter gibt es keine Sonne. Das heißt, die sogenannten Volllaststunden bei der Solarenergie sind erschütternd. Nicht? Also das, da vielleicht auch nochmal eine Zahl. Wenn ein Kraftwerk rund um die Uhr läuft, wie beispielsweise ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk oder so, dann kommt ein Kraftwerk auf 8600 Stunden im Jahr. So, und die Solarpaneele kommen auf 900 Stunden, weil sonst gar keine Sonne da ist. So, und da, egal wie der Wirkungsgrad ist, die Sonne ist trotzdem nicht da. So, ja, das ist super. Wissen Sie was, jetzt müssen Sie, Herr Wagner wird jetzt sagen, super Einwand, aber das müssen Sie da vorne auf den Zettel schreiben. Also ich sehe, da gibt es. Oder? Soll ich das mit der Sahara auch jetzt mal machen? Aber dann würde ich Ihr System chaotisieren. Und jetzt würde ich die also schon auch nochmal widersprechen. Und zwar, was Ressourcenknappheit angeht, also da ist, oder was die Kreislaufwirtschaft angeht an Ressourcen, da ist auch schon einiges unterwegs, auch industriell. Also BASF macht ein Recyclingwerk in Schwarzheide, wird nicht jeder kennen, das ist im Südbrandenburg. Und da wurden früher mal solche Stoffe hergestellt wie dieses Bhopal-Gift. Ich denke eher global. Und natürlich können wir nicht alles auf, also ich glaube, den ganzen Autoverkehr, wie wir ihn jetzt haben, nur zu elektrifizieren, bringt überhaupt nichts. Wir brauchen soziale Innovation. Also wenn wir ein Drittel der Autos hätten, hätten wir mehr Mobilität, weniger Staus und mehr Platz in den Städten. Gut, also es reicht nicht für den Überfluss, aber für einen angemessenen Lebensstil. Das würde ich schon sagen. Ja, das sage ich ja auch. Also ich sage, wie gesagt, wir wären im Jahr 1978. Aber nochmal, und dann sehe ich schon, dass ganz viele Fragen kommen, dann kann man vielleicht das Publikum auch einbeziehen. Wenn Sie sagen, ja, wir können nur noch ein Drittel der Autos haben, nicht mehr 100, haben Sie doch gesagt, ne? Ein Drittel nur noch der Autos? Würde vollkommen ausreichen. Ja, genau. Aber dann haben Sie doch wieder das Problem, über das ich geredet habe, nämlich wenn man nicht mehr so viele Autos herstellt wie heute, sondern nur noch ein Drittel der Autos, was ich überoptimistisch finde, aber egal, angenommen, wir können weiterhin ein Drittel der Autos haben, dann ist ja wieder die Frage in der Automobilindustrie, okay, der Rest, zwei Drittel, sind arbeitslos. Was machen wir mit denen? Und auch da hätte man wieder das chaotische Schrumpfen. Es muss einem, so erstaunlich das klingt, klar sein, dass selbst wenn man nur kleine Raten des Schrumpfens hat, sagen wir mal dieses Jahr -1, nächstes Jahr -1, übernächstes Jahr -1, auch dann bricht der Kapitalismus zusammen. Er kann dauerhaftes Schrumpfen nicht ertragen. Was möglich ist, haben wir alles erlebt, ist, es kommt mal eine Krise
Und die wird überwunden, weil man weiß, es geht wieder hoch mit dem Wachstum. Wenn es diese Aussicht auf Wachstum aber nicht gäbe, würde der Kapitalismus chaotisch zusammenbrechen. Also auch das, was Sie sagen, ja minus zwei Drittel bei den Autos, ist sozusagen für das jetzige System eine Katastrophe. Vielleicht, bevor dann die Fragen kommen, sage ich noch was zum Thema, wo kommt eigentlich der Wachstumszwang im Kapitalismus her? Das ist ja nur eine Behauptung, dass ich sage, der braucht immer Wachstum, damit er stabil ist. Hat zwar jeder bei der Corona-Krise geahnt, aber ist ja vielleicht trotzdem eine Frage, wo kommt das her? Und wollen Sie das wissen mit dem Wachstumszwang? Ja, ja, genau. Also und dann gucken wir mal, was alle gefragt haben. Also im Kapitalismus wirken drei Mechanismen zusammen, die diesen Wachstumszwang erzeugen und die sozusagen ein unauflösbares Knäuel sind. Über den ersten Mechanismus habe ich schon ein bisschen geredet, als es um die Banken ging. Also das ist so, dass man Wachstum nur haben und finanzieren kann, wenn man Kredite aufnimmt. Es ist aber gleichzeitig so, dass man diese Kredite auch nur zurückzahlen kann, wenn es das Wachstum gibt. Es gibt sozusagen diese kapitalistische Geldwirtschaft zwischen Wachstum und Kredit, ist der ist der erste Mechanismus. Und ich rede hier über die Kreditsumme an sich, nicht über die Zinsen, über den Kredit an sich. Das ist auch ein Missverständnis, das heute häufig auftaucht. Also erstens die Kreditwirtschaft. Zweiter Mechanismus, kennen Sie auch. Und das ganze System im Kapitalismus wird getrieben durch die Investition in Technik. Das ist der Kern. So, und Investitionen machen die Firmen aber nur, wenn sie zusätzlichen Gewinn erwarten können. Sonst wäre das ja Quatsch zu investieren. Zusätzlicher Gewinn auf der volkswirtschaftlichen Ebene ist aber genau das Gleiche wie Wachstum. Wenn es kein Wachstum gibt oder sogar Schrumpfen, investiert keine Firma mehr. Und dann sind auch ungefähr 20% der Arbeitnehmer sofort arbeitslos, die alle in diesen Investitionsgüterindustrien aber tätig sind. So, das ist der zweite Mechanismus. Investitionen und Gewinne hängen zusammen. Gewinne sind das gleiche wie Wachstum. Und dann gibt es einen dritten Mechanismus, den vor allen Dingen alle Arbeitnehmer gut kennen. Dadurch, dass es ja ständig diesen technischen Fortschritt gibt, durch die Investitionen, kann man mit weniger Arbeitnehmern immer mehr herstellen. Das heißt, was man hat, ist eine technische Arbeitslosigkeit. Man braucht einen großen Teil der Beschäftigten in den klassischen Branchen nicht mehr. Dass da ständig Arbeitnehmer eigentlich überflüssig werden, ist so lange kein Problem, wie es gleichzeitig Wachstum gibt, neue Branchen gibt, wo die Leute dann hingehen können. Das ist jetzt für Einzelne ein Riesenproblem, wenn Sie in einer traditionellen Branche Ihren Arbeitsplatz verlieren und in einer neuen Branche nicht wieder angestellt werden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man eine Arbeitslosenversicherung hat, die auch die Einzelnen wirklich gut absichert. Aber sozusagen, wenn man jetzt nur mal so in volkswirtschaftlichen Aggregaten denkt, also so in diesen Großzusammenhängen, dann ist es so, dass man, wenn man Wachstum hat, weiterhin Vollbeschäftigung haben kann, weil eben neue Berufe entstehen. Also nur mal so ein Beispiel, ein bisschen albern, aber damit man mal sieht, dass dieser Prozess permanent läuft. Vor 20 Jahren gab es noch keine Animateure auf Kreuzfahrtschiffen, weil es gab die Kreuzfahrtschiffe nicht und es gab diese ganze Industrie gar nicht. Jetzt gibt es Massen von Leuten, die ihr Geld auf Kreuzfahrtschiffen verdienen. Da sehen Sie jetzt nur, wie plötzlich neue Branchen entstehen, von denen man vorher gar nicht geahnt hätte, dass die überhaupt eine Zukunft haben. So, das ist das, so. Und diese drei Mechanismen, der Kreditmechanismus, der Investitionszyklus und die technische Arbeitslosigkeit, das führt alles dazu, dass man irgendwie ständig Wachstum braucht. Und sonst der Laden zusammenbricht in dem Moment, wo ein Minus zu verzeichnen ist, und zwar auf Dauer. So, jetzt glaube ich, dass da ganz viele Fragen sind. Wenn du schon soweit bist, dann ansonsten würde ich noch einen kleinen Einwand geben. Warum müssen wir Arbeitsplätze in der Automobilindustrie erhalten, obwohl die woanders viel besser aufgehoben werden? Die Bahn sucht, also in der Bahn, die braucht viel mehr Arbeitskräfte, wäre ja auch etwas, oder auch im Aufbau der erneuerbaren Energien. Aber das ist quasi innerhalb des Systems noch. Ich könnte mir vorstellen, wir brauchen ja ohnehin viel mehr Bildung, und zwar nicht nur für die Schule, sondern lebenslang.
und dann eben nicht nur technische Bildung, sondern auch musikalische, künstlerische, inklusive Tanz oder so. Das würde den Deutschen vielleicht auch ganz gut tun. Die Pflege der Angehörigen ist ein großes Thema. Warum haben wir darüber in diesem System keine Zeit? Und wir brauchen ein starkes Engagement für Commons, also die Gemeingüter, von denen wir ja auch leben. Es braucht einen Kampf gegen Korruption, Steuerhinterziehung und organisierte Kriminalität. Da könnten schon mal ganz viele aus der Finanzbranche auch weiterarbeiten. Und die letzte Frage ist Ihnen nicht unbekannt, zu den wirtschaftlichen Möglichkeiten von Keynes Ururenkel. Das sind wir doch. Warum sind wir nicht in der Lage, weniger zu arbeiten? Ja, okay. Ich würde mal, das habe ich jetzt alles mitgeschrieben. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass ich Ihre vielen Fragen integriere in die Publikumsfragen. Ist Danke. Das okay? Ja. Also es ist ein bisschen überfordernd für mich zurzeit, weil im Chat Sie müssen direkt reinbeißen, sonst hört Sie keiner. Ja, ja, danke schön. Danke schön für diese Unterstützung. Also jedenfalls, es gibt im Chat schon ungefähr 15 Fragen, die angelaufen sind und hier auf dem Tisch liegen jetzt auch so ungefähr 20 oder 25 Fragen. Ein Cluster, was sich für mich deutlich abzeichnet, ist die Frage, Frau Herrmann, Sie argumentieren primär im nationalen Kontext und es wird gefragt, ist das denn international überhaupt machbar? Zum Beispiel, wenn jemand hier fragt, wie funktioniert Ihre Theorie schrumpfendes Wachstum im internationalen Kontext? Was passiert, wenn die Weltwirtschaft nicht mitmacht? Werden die Lieferketten nicht zusammenbrechen? Und auch in anderer Weise ist die Frage, ob, wenn Deutschland vorangeht im Sinne der ökologischen Kreislaufwirtschaft, ob wir uns damit nicht abhängen von der Weltwirtschaft. Zitat. Ja, das ist ja klar, ist ja klar. Nee, also natürlich sind das genau richtige Fragen. Und ich habe erstmal nur über Deutschland geredet, damit man überhaupt das Konzept versteht. Weil wenn man gleich über die ganze Welt redet, wird es ja zu komplex. Aber natürlich stimmt es absolut richtig, dass man Klimaschutz nur global betreiben kann. Weil auch das CO2-Molekül interessiert sich ja nicht für Grenzen, sondern wandert durch die ganze Welt. Ne? Nur diese Sorge, die auch oft anders formuliert wird, nämlich so nach dem Motto, okay, wenn Deutschland Klimaschutz betreibt und wir auf Emissionen von CO2 verzichten, dann könnte es ja passieren, dass die Chinesen noch ganz viele CO2-Kohlekraftwerke zusätzlich bauen, um dann sozusagen auszunutzen, dass wir uns zurückhalten. Ich glaube, dass diese Art von Sorgen eigentlich deswegen unberechtigt ist, weil man sich ja klar machen muss, dass fast alle anderen Länder mit ganz wenigen Ausnahmen werden noch unendlich viel härter von der Klimakrise getroffen als wir. Also Deutschland hat ja an sich zynisch gesehen das geografische Glück, dass wir sehr weit im Norden sind und dass der Klimawandel uns extrem zu schaffen machen wird. Aber es wird nicht so sein, dass man in Deutschland nicht mehr leben kann. So, das ist aber die Lage in anderen Ländern. Also wenn wir so weitermachen wie bisher, man muss sich ganz klar machen, bisher macht die Welt keinerlei Klimaschutz. Es gibt zwar jede Menge Abkommen, aber real findet beim Klimaschutz nichts statt, sondern es geht rasant weiter bei der Emission von Treibhausgasen. So, wenn wir so weitermachen, dann ist die Prognose des Weltklimarates, nicht IPCC, die immer ihre Berichte schreiben, dass es 2070, das sind nur noch 50 Jahre, so weit ist, dass man in einem ganz breiten Gürtel, der von Brasilien reicht, über weite Teile Afrikas, zum Nahen Osten, Pakistan, Indien, Indonesien und Nordaustralien, gar nicht mehr leben kann als Mensch. Null. Weil es zu heiß ist. Also man hat dann da Durchschnittstemperaturen von 29 Grad. Durchschnittstemperatur meint ganzes Jahr inklusive Nacht, ne? Und es ist dann auch so feucht-warm, dass es einfach für den menschlichen Körper nicht mehr zu ertragen ist. So, wir haben bisher, es herrschen diese Art von Temperaturen eigentlich nur in der Sahara und das ist dann aber Standard.
So, wenn man jetzt solche Länder nimmt wie Indien oder China, dann bedeutet das, dass da Milliarden von Menschen, Milliarden, das trifft insgesamt 3,5 Milliarden, müssen sich eine neue Heimat suchen. Das heißt, eigentlich alle anderen Länder, auch die USA übrigens, werden härter getroffen. Sie haben ein extremes Interesse daran, Klimaschutz zu betreiben. Meine Meinung wäre ja, dass das Hauptproblem ist, dass wir bisher eigentlich immer die falschen Lösungen diskutieren. Nämlich die einen sagen grünes Wachstum, ne? Ohne dass klar sein soll, wo eigentlich die Energie herkommt. Die anderen sagen Kreislaufwirtschaft, also das ist die wachstumskritische Richtung, die sogenannte Degrowth-Bewegung, die haben auch recht, wenn sie sagen, das wird nichts mit dem Wachstum hier, Kreislaufwirtschaft. Nur die machen dann immer den Fehler, dass sie diese Vision gleichzeitig für den Weg halten, also nie sagen, wie man da hinkommen soll. Und das führt aus meiner Sicht dazu, dass eben unendlich debattiert wird über den Klimaschutz, aber immer an der falschen Frage entlang und sich real nichts tut. Aber es ist völlig richtig, das muss global gelöst werden. Und das war ja auch ein Einwand, der schon von Herrn Horntrich gleich ganz früh kam. Ja, deswegen jetzt, was gibt es denn noch an Fragen? Die Oberstufe Langenhorn, die da oben auf dem Empore sitzt, ja, die ist sehr emsig beim Schreiben gewesen und Sie haben ganz konkrete Fragen an die Referentin. Zum Beispiel, wie stellen Sie sich eigentlich die Rationierung denn vor? Ganz praktisch, wie soll das passieren? Ja, ich füge Ihnen zu, Kriegswirtschaft in England war in einer besonderen Situation und jetzt ist eine ganz andere besondere Situation. Deshalb malen Sie doch bitte, Frau Herrmann, mal aus, was Rationierung ganz praktisch hieße für einen 18-Jährigen oder für einen 60-Jährigen. Ja, das ist auch eine super Frage. Also was muss man alles rationieren? Ne? Also wahrscheinlich alles. So, also um mal ganz praktisch anzufangen. Also das allererste, was man rationieren müsste, wäre der Fleischkonsum. Nicht? Also das, das ist den meisten nicht klar, aber das Fleisch, der Fleischkonsum ist extrem ineffizient, weil es so ist, dass man ja erstmal die Tiere füttern muss. Dann müssen die aber erstmal am Leben bleiben, bevor die überhaupt Fleisch produzieren können. Das heißt, im Augenblick ist es so, dass 60% der Getreideernte in Europa geht an die Tiere. Und davon kommt dann nur ganz wenig beim Menschen an. Oder anders gesagt, man braucht 10 Getreidekalorien, um eine Kalorie Rindfleisch herzustellen. Und es wäre natürlich viel effektiver, weil man würde nicht so viel Fleisch essen, sondern die Menschen würden stattdessen das Getreide essen. Dann könnte man, wenn man weniger Fleisch essen würde, könnte man auch auf den ökologischen Landbau umstellen, der ja weniger produziert, weil man nicht alle Arten ruinieren will, nicht immer zu düngt, nicht immer nur zu Pestizide einsetzt. Also man müsste sehr viel weniger Fleisch essen. Man darf weiter Fleisch essen, aber längst nicht mehr so viel wie heute. Das wäre übrigens gesund, nicht? Ganz viele Zivilisationskrankheiten entstehen dadurch, dass man zu viel Fleisch isst. Aber es wäre weniger Fleisch. Dann, ganz wichtig auch, wäre, dass man Wohnraum rationiert. Weil Zement produziert Unmengen an CO2, das ist zwingend, weil der Zement überhaupt nur dadurch entsteht, dass man das CO2 abscheidet. Eigentlich, wenn wir hier klimaneutral leben wollen, müsste klar sein, es wird überhaupt gar nicht mehr neu gebaut in Deutschland, um runterzukommen vom CO2 und weil man nicht mehr weiter Boden versiegeln darf. Nicht? Denn Boden ist ein ganz wichtiger CO2-Speicher. Also wenn wir hier alles versiegeln, dann gibt es gar keinen Ort mehr, wo das CO2 bleiben kann. Jetzt, das wäre jetzt nicht schlimm. Nicht? Im Augenblick ist es so, dass jeder Deutsche mehr als 40 Quadratmeter bewohnt im Durchschnitt. Das ist natürlich sehr ungleich verteilt. Aber diese Wohnflächen, die es jetzt gibt, müsste man eben auf die gesamte Bevölkerung verteilen. Wenn man klimaneutral leben will, muss ganz klar sein, hier ist nichts mit Ferienwohnungen, die man privat besitzt. Also Zweitwohnungen, Drittwohnungen, wenn man das Klima mit ernst nimmt mit dem Klima, das muss alles weg. Es muss klar sein, jeder hat 40 Quadratmeter, mehr nicht. So, das Autos gibt es ja sowieso nicht, aber man müsste auch Bahnfahrten rationieren.
Die Idee, also ich glaube, viele Leute auch nach dem 9-Euro-Ticket dachten, ja, Bahn, das ist so eine Art Bahnfahren, das ist ein Menschenrecht, das ist ganz billig, deswegen kostet es ja nur 9 Euro im Monat. Nein, das ist nicht Bahnfahren, überhaupt öffentlicher Verkehr ist eine wahnsinnig aufwendige Dienstleistung, muss sein, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder jeden Tag immerzu überall mit der Bahn hinfahren muss. Das sage ich jetzt mal selbstkritisch, nicht? Also ich bin natürlich permanent unterwegs, aber das ist auch nicht klimaneutral. So, das ist ganz schwer zu verstehen, nicht? Aber wenn wir hier überleben wollen, dann müssen wir uns als Mensch danach richten, was die Natur erträgt. Bisher haben wir den Ansatz, ja, wir machen, was wir wollen, und das muss die Natur irgendwie dann aushalten, nicht? Und diese Zeiten sind vorbei. So, also da könnte man noch ganz lange Listen machen. Aber vielleicht, um jetzt dann doch noch eine gute Nachricht zu haben, ne? Das Smartphone könnte bleiben. Aber gerade das verbraucht sehr viel. Ja, genau, aber Materialien. Was nicht mehr geht, ja, da hat natürlich Herr Hornstrich schon wieder recht. Also da müssen Sie mindestens ein gebrauchtes Smartphone. Nee, das Smartphone ist nicht das Problem, aber was natürlich nicht geht, da hat Herr Hornstrich ja recht, ist über WLAN im Zug Streaming-Dienste in Anspruch zu nehmen, um dann irgendwelche Serien zu gucken. Ne? Das geht nicht, weil diese Streaming-Dienste über WLAN fressen wahnsinnig viel Energie. Also man kann dann nur noch zu Hause gucken. Ne? Das ist natürlich auch schlecht. Also schaffen wir Netflix und sowas ab? Ja, also jedenfalls, man kann weiter gucken, aber nicht. Man muss dann die energiesparende Variante nehmen. Ja. Oder man guckt dann gemeinsam zusammen. Ja, genau. Smartphone-Sharing, genau, das ist die Zukunft. So, aber jetzt gibt es ja bestimmt noch. Ja, aber ich möchte jetzt noch mal eine andere Frage. Also wie kriegen wir das hin, dieses Schrumpfen und Verzichten? Ja, da sind doch noch so viele Fragen. Da sind 15. Ja, aber das gehört dazu. Wenn wir selbst solche ökonomischen Entwürfe wie den Stern Reports von 2006 einfach ignorieren, der sagt, das ist ein Business Case. Warum kommt das nicht an? Also diese Ebene, warum wird nicht gehandelt, sei es in der Politik oder auch jetzt unter den Bürgern? Ja, das ist nämlich der Weg. Wie kriegen wir da hin? Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich wiederhole das nochmal, vielleicht, um das auch zu erklären, was Herr Hornstrich da aufgeworfen hat. Also es gibt von 2006 einen sehr, sehr, sehr berühmten Bericht von einem Lord Stern. Das ist ein Ökonom aus Großbritannien. Und der hat gesagt, Investitionen in Klimaschutz, das ist das große Renditeprojekt. Nicht? Also eigentlich sollten doch die ganzen Staaten und Banken, alle sollten sie in Klimaschutz investieren und dann würde man da wunderbare Renditen machen. Ich glaube, es war irgendwie so doch 2-6% pro Jahr, also das sind Traumrenditen. So, es ging um vermiedene Verluste. Ja, aber das wurde als vermiedene Verluste wurden aber als Rendite verkauft. So, und das, ich weiß nicht, gibt es hier Bankangestellte? Eigentlich müssten doch hier Bankkaufleute sein. Genau, da würden Sie doch sagen, vermiedene Verluste ist nicht das gleiche wie eine Rendite, ne? Eine Rendite ist was völlig anderes. Und eine Rendite ist, ich habe ein Plus auf meinem Konto. Rendite ist nicht, ich habe einen Verlust vermieden. So, und dadurch, dass vermiedene Verluste als Rendite umdefiniert wurden, wurde eigentlich aus meiner Sicht ein riesen Schindluder getrieben, weil dann eben so getan wurde, als könnte man, das war ja kein Zufall, dass man plötzlich die Definition von Rendite umdefiniert hat, wurde so getan, als könnte man mit kapitalistischen Mitteln Klimaschutz betreiben. Das war so eine Art Greenwashing, damit man eben nicht der Bevölkerung klar sagen muss, es geht hier um Schrumpfen. So, aber jetzt würde ich noch mal gerne die Fragen weitermachen, weil da so viele sind. Also ein Besucher hier hat schon das Buch gelesen und zitiert Ulrike Herrmann auf Seite 255 mit dem Satz: Künftig bestimmt die Natur, wie viel Wachstum möglich ist. Zitat ja. Ende. Und fragt dann, was sind denn eigentlich die Gesetzmäßigkeiten der Natur? Was ist denn Natur? Ich frage dazu, Natur ist auch eine soziale Konstruktion im politischen Handgemenge dieser unseren Zeit. Herr Lindner versteht was ganz anderes unter Natur wie Herr Habeck. Oder, oder. Um nur zwei Politiker zu nennen.
Also die Frage ist, was wollen Sie mit dieser klaren Aussage, künftig bestimmt die Natur, wie viel Wachstum möglich ist, erreichen? Was steckt dahinter? Ja, also ich glaube, dass es falsch ist zu sagen, dass Natur ein soziales Konstrukt ist. Ja, um das mal ganz, also da unterscheide ich mich wirklich, sondern Natur ist eine Realität und die fängt bei uns selber an. Wir alle, und das geht vielleicht auch manchmal verloren, sind biologische Lebewesen. Im Kern sind wir Raubtiere und wir sind, wir alle brauchen Nahrung, um zu überleben und wir sind das letzte Lebewesen in einer Kette von Raubtieren oder man kann sagen, so und das für uns, wir können nicht überleben, das muss uns klar sein, wenn wir alle anderen Arten ausrotten. Das ist ein sehr, sehr gefährliches Konzept, eben weil wir die Letzten in der Nahrungskette sind. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist ein interessantes Kriterium, wenn man darüber redet, wie sehr wir auf die Natur Rücksicht nehmen müssen oder nicht, dann ist natürlich ein völlig plausibles Messinstrument, und das wird auch vom Weltklimarat, vom IPCC benutzt, die schlichte Frage, wie viel CO2 kann die Welt absorbieren oder die Natur, ohne überlastet zu werden. Nicht? Und dann gibt es die Steine, die CO2 absorbieren, die Ozeane können CO2 absorbieren, die Pflanzen können CO2 absorbieren, aber das kann man ja alles messen, was die absorbieren können. Und dann kommt man, das ist jetzt die Zahl des Weltklimarates, darauf, dass man gefahrlos nur eine Tonne CO2-Äquivalente pro Kopf weltweit emittieren kann. So eine Tonne CO2 pro Jahr wäre gefahrlos. Jetzt sind die Deutschen aber bei 11,2 Tonnen. So, da sieht man schon, das wird irgendwie nichts. Was aber auch wichtig ist, ist, dass diese CO2-Emissionen extrem ungleich verteilt sind. Also das oberste 1% in Deutschland, das reichste Hundertstel, emittiert pro Jahr 117 Tonnen CO2. Und die untere Hälfte, die ärmsten 50%, emittieren nur 5,4 Tonnen. Das heißt, die Reichen emittieren 20 mal so viel CO2 wie die Armen. Das heißt auch, und das Ähnliche kann man das weltweit sehen, nicht, dass die Armen emittieren immer ganz wenig und die Reichen ganz viel. So, und das bedeutet in aller Härte, nicht, wenn das was werden soll mit dem Klimaschutz, dann müssen die Reichen verzichten. Sonst wird das nichts. So, und das ist auch wiederum, damit komme ich dann wieder zu meiner britischen Kriegswirtschaft, das ist der Charme der Rationierung. Ne, Rationierung bedeutet nämlich, die Reichen müssen verzichten, weil die haben dann auch nur eine Tonne. So, aber das wäre sozusagen, was die Natur, das wäre sozusagen die Grenze, die die Natur vorgibt, die man auch messen kann. Also, aber wenn die Reichen verzichten wollen, dann müssen wir eigentlich auch eine erhebliche Erbschaftssteuer oder Vermögensabgabe mit einplanen. Und das ist nichts Neues, das ist doch bei den Klassikern von Adam Smith und John Stuart Mill, für die war das selbstverständlich, wenn Eigentum, dann Erbschaftssteuer. Also jetzt, ich bin nicht, dass Sie mich missverstehen, ich bin nicht gegen eine Erbschaftssteuer und eine Vermögensteuer. Nur muss man jetzt mal klar haben, dass das in unserem, bei dem Problem, das wir jetzt gerade adressieren, nämlich wie können wir klimaneutral werden, würde das nichts bringen. Weil, denn das Geld verschwindet ja nicht in einem tiefen Brunnen, wenn man eine Steuer erhebt. Aus vielen anderen Gründen bin ich sehr dafür, eine Erbschaftssteuer zu erheben. Aber jetzt nehmen wir mal an, es gäbe eine vernünftige Erbschaftssteuer, dann hätten die Reichen weniger Geld. Das Geld würde aber dann zum Staat gehen und der Staat würde es ausgeben. Sei es, dass man Arme unterstützt, egal, irgendwie würde es ausgegeben. Damit würde Nachfrage erzeugt und das gesamte System würde wieder wachsen und noch mehr Klimaschäden hinterlassen. Also man muss, der Klimaschutz ist nicht ein Verteilungsproblem, das man mit Steuern lösen kann, sondern wir müssen alle runter und das muss gerecht passieren durch Rationierung. So, jetzt gucken alle so erschüttert. Ja. Ihre ökologische Kreislaufwirtschaft wird verschiedentlich angefragt und es wird darum gebeten, die noch mal ein bisschen genauer zu illustrieren. Zum Beispiel wird in dieser Kreislaufwirtschaft
noch technischer Fortschritt benötigt oder ist der eigentlich überflüssig dann? Und mit Blick auf die soziale, über den sozialen Zusammenhang in der ökologischen Kreislaufwirtschaft wird mehrfach, also von drei Fragenden, die Idee geäußert, das wäre doch dann ein System, wo es dringend ein bedingungsloses Grundeinkommen geben sollte, oder? Ja, also ja, zunächst mal zu der technischen, zum technischen Fortschritt. Also ich bin sehr für technischen Fortschritt und es gibt auch gar keinen Grund, warum man in der Kreislaufwirtschaft keinen technischen Fortschritt haben sollte. Ich meine, zum Beispiel wäre es ja gut, nur als eines von vielen Beispielen, die Windräder weiter zu optimieren. Nicht? Man muss ja jetzt nicht aufhören, die zu optimieren, nur weil man in der Kreislaufwirtschaft sitzt. Und wer weiß, was uns noch alles einfällt zum Thema klimaneutrales Wirtschaften. Nur sozusagen die Perspektive ändert sich, nämlich dass man, wenn es technischen Fortschritt gibt, dann Wachstum auch zulässt, weil es dann wieder möglich wäre, weil alles klimaneutral wäre. Aber es ist nicht mehr so wie heute. Man macht Wachstum, egal wie das dann auf die Natur wirkt. Nicht? Vielleicht noch ein Satz. War das verständlich oder? Nee. Naja, also vielleicht nochmal, ja, weil Sie gucken gerade alles ratlos. Also deswegen vielleicht nochmal ein Beispiel. Also jetzt im Augenblick können Windräder, ich weiß jetzt gar nicht genau die Zahl, aber so 5 Megawatt oder so, sind bei 5 Megawatt pro Windrad als installierter Leistung. Das ist so das Maximum, was die im Augenblick können. Aber vielleicht können die ja irgendwann mal, weil wir bessere Windräder haben, 10 Megawatt. Dann könnte ja sein, dass pro Windrad sich die Leistung verdoppelt. So, dann hätte man mit den gleichen Windradstandorten, die man hat, plötzlich 10-mal so viel Energie, doppelt so viel Energie, ganz einfach, weil die Windräder besser gewesen sind. Dann könnte man sich ja überlegen, okay, was machen wir denn mit diesem Effizienzgewinn? Jetzt, weil unsere Technik besser geworden ist, können wir jetzt doppelt so viel herstellen, klimaneutral, wie bisher. Und dann hätte man wieder Wachstum, nicht? Aber man, es wäre ein anderes Denken. Man würde nur dann Wachstum haben, wenn es klimaneutral möglich ist, weil die Technik besser geworden ist. Man macht es nicht wie heute. Wir brauchen Wachstum, also wachsen wir, egal was mit der Natur passiert. Ist das jetzt klarer geworden? Ja. Okay, also genau, wenn Sie irgendwie denken, ich habe mich schlecht ausgedrückt oder man versteht es nicht, bitte immer reinschreien. Ja, vielleicht zur Ergänzung. Für die Kreislaufwirtschaft braucht man vor allen Dingen ganz viel Forschung, wenn man tatsächlich gute Kreisläufe in Solarpanel, Batterierecycling und all den Sachen machen will, die man ja ohnehin hat. Und das fängt beim Design an, aber das braucht unbedingt eine Forschung und die ist in großen Teilen schon da. Und vielleicht sollte man diese Forschung auch in Deutschland mal umsetzen und nicht forschen und nach China verkaufen. Ja, das stimmt. Obwohl es gut ist, wenn die Chinesen, die bauen ja auch viel Sonne, Sonnenkraft. Ja, genau. Also die Forschung ist wichtig, technischer Fortschritt ist wichtig, aber es gibt natürlich, das will ich jetzt noch gerne anfügen, ja immer diese Hoffnung, dass die Technik uns noch retten könnte. So nach dem Motto, wer weiß, was uns noch alles einfällt als Menschheit. Ist es natürlich auch nicht möglich, die technische Entwicklung vorherzusehen, aber eins ist ganz, ganz sicher und das ist wirklich wichtig. Im Augenblick kann uns der technische Fortschritt nicht mehr helfen, weil wir, das steht auch im deutschen Klimagesetz und das ist auch völlig richtig als Perspektive, wir müssen 2045 klimaneutral sein. Das ist in 23 Jahren. So, und dieser Zeitraum ist so kurz, dass man auf technische Neuerungen nicht mehr hoffen kann. Das wird überschätzt gemeinhin wie, oder unterschätzt, wie langsam sich Technik entwickelt. Nur ein Beispiel, das wir alle kennen, der Computer. Nicht? Der Computer wurde 1945 am Ende des Zweiten Weltkrieges erfunden und erst jetzt, 2020, 75 Jahre später, kann man sagen, okay, die Gesellschaft ist weitgehend digitalisiert. Sie ist immer noch nicht komplett digitalisiert, wie wir ja in der Corona-Zeit erlebt haben, als die Gesundheitsämter anfingen, Gesundheitsdaten rumzufaxen. Die Gesundheitsämter hatten noch gar keinen Computer und dabei ist das eine Erfindung, die jetzt 75 Jahre alt ist. Daran sehen Sie, wie immens lange es dauert, bis technische Entwicklungen
die gesamte Gesellschaft durchdringen. Auch das Solarpanel ist schon von, aus den 50ern. Das ist auch keine neue Erfindung. Und es dauert dann eben immer alles sehr lange, bis es sozusagen marktreif ist. Und deswegen, weil diese Zyklen so lange sind bei der Technik, kann man ganz sicher sagen, dass wir den Klimaschutz jetzt mit der Technik machen müssen, die wir haben. Das bringt nichts, jetzt noch auf eine Rettung unbekannter Art zu hoffen. Obwohl das sozusagen das gängige Prinzip ist. Ich habe noch eine Grundfrage, aber jetzt kommen so zwei Querfragen, die vielleicht... Ach, das Grundeinkommen habe ich vergessen. Ach, hat sie vergessen. Entschuldigung. Richtig. Ja, genau. Nee, das wollte ich. Nee, das Grundeinkommen kann man machen, kann man nicht machen, aber es ist kein Weg. Also ob man dann in dieser Kreislaufwirtschaft auch ein Grundeinkommen einführen will, darüber will ich gar nicht reden. Aber die Frage ist ja, kann das Grundeinkommen ein Weg sein in eine Kreislaufwirtschaft? Und das glaube ich nicht, weil die Modelle, die es gibt, funktionieren ja alle so, dass man sagt, okay, jede Person soll, sagen wir mal, 1.200 oder 1.500 Euro im Monat bekommen. Egal, wie man das jetzt findet, die Idee von allen Erfindern des bedingungslosen Grundeinkommens ist, dass die Leute damit mehr haben sollen. Also zum Beispiel soll man mehr haben als der jetzige Hartz-IV-Satz. Das kann man ja auch richtig finden, das will ich gar nicht bewerten, aber es geht darum, dass man mehr hat. Die Idee ist, dass auch die Leute, die arbeiten, als Lohn mehr bekommen. So nach dem Motto, wenn mir der Lohn nicht passt, dann arbeite ich eben gar nicht, dann kriege ich das bedingungslose Grundeinkommen. Also die Idee ist, die Hoffnung, dass sozusagen die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer sich verbessert. Und das kann man ja auch alles wollen. Nur der Punkt ist, wenn die Hartz-IV-Empfänger und die Arbeitnehmer mehr Geld bekommen als bisher, dann heizt man das Wachstum an. Denn das ist ja alles Nachfrage. Das heißt, es ist nicht das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht der Weg in eine Kreislaufwirtschaft. Ach so, ja, aber die Büro, also wie immer man jetzt die deutsche Bürokratie findet, die ist dann trotz allem kein zentraler Wachstumstreiber. Also trotz allem ist die deutsche Bürokratie ziemlich schlank. Also der Punkt, dieser Nachfrageeffekt, dass alle viel mehr hätten, würde das bei weitem kompensieren. Und deswegen ist es kein Weg. Ja. Ich möchte zwei Fragen stellen jetzt. Erste Frage, die Machtfrage. Also wenn Sie von den Zwängen der Klimakatastrophe ausgehen, wir sind in der Situation, deshalb muss man diese relative Anerkennung und wir müssen weitergehen. Und wo reflektieren Sie die Machtsituation in diesem, unserem Lande? Sie deuten das an mit der sozialen Spaltung, dass die Reichen deutlich mehr den ökologischen Fußabdruck praktizieren wie die Ärmeren in unserem Land. Aber wo werden die konkreten sozialen Kämpfe, die zu einer demokratischen Verfasstheit zumindest in diesem, unserem Lande geführt haben, von Ihnen bedacht, auch im Sinne, um Akteure zu identifizieren, die für den Wandel hin zu einer ökologischen Kreislaufwirtschaft Träger werden können? Ja, das ist also eine ganz bittere Frage. Das muss ich jetzt zugeben, die kann man auch noch verschärfen. Nämlich, mal ganz abgesehen von der Machtfrage, ist ja die Frage, wo sind denn überhaupt Mehrheiten für meinen Vorschlag? Also wenn ich jetzt eine Partei gründen würde, ne, und da würde draufstehen, britische Kriegswirtschaft, richtig. Ja, dann, Sie lachen auch schon, ja genau, dann würde ich irgendwie 0,001% kriegen und das wäre auch schon viel. Ne? Da würden alle Leute nur sagen, ja, was denn das für ein Schwachsinn, wähle ich nicht. So, und jetzt ist ja, also deswegen sitze ich jetzt auch nicht hier als Politikerin. Wenn ich Politikerin wäre, würde ich auch was vom grünen Wachstum erzählen, egal ob das stimmt oder nicht, weil das ist das, was die Wähler hören wollen. Aber ich sitze ja hier als Journalistin und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ganz grundsätzlich auseinanderzuhalten, wofür es politische Mehrheiten gibt und was die Analyse sagt. Denn wenn man nur noch denkt, wofür es Mehrheiten gibt,
kann man das Denken auch einstellen. Nicht? Das ist dann, ja, das ist ja dann schon bekannt. Was man macht, wenn man sagt, ja, wo gedacht werden darf, dass, wo eine Mehrheit ist, dann ist das nichts anderes, als dass man sagt, die Gegenwart ist auf jeden Fall auch die Zukunft. Man, das bringt überhaupt nicht weiter. Das heißt, was ich mache, ist eine Analyse. Mehr nicht. Ich sage, wenn wir Klimaschutz machen wollen, müssen wir uns vom Kapitalismus verabschieden. Es funktioniert nicht mit dem grünen Wachstum. Man braucht eine Kriegswirtschaft als Weg, um in eine ökologische Kreislaufwirtschaft als Ziel zu kommen. So, das ist das, was ich sage. Dass dafür, dass alle denken, nee, will ich lieber nicht, ist eingepreist. Es war sogar so, um jetzt mal aus meiner eigenen Geschichte als Autorin zu erzählen. Also ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich glaube, dass ich recht habe. Das müssen Sie jetzt nicht teilen, dieses Gefühl, aber ich habe das so. Aber dann dachte ich natürlich, kein Verlag will ein Buch publizieren, wo die britische Kriegswirtschaft angepriesen wird. Nee, ich dachte, ich mache Self-Publishing. So, das war mein. Aber erstaunlicherweise fanden sich dann doch Verlage. Jetzt bin ich auch erstaunt. Ich meine, das muss man sich mal klar machen. In dieser Woche ist das Buch auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass irgendwie alle Leute ein Buch lesen wollen, wo die britische Kriegswirtschaft vorkommt. Das ist nicht im Titel. Ja, das ist übrigens richtig. Also da hat Herr Horn völlig recht, es ist nicht im Titel. Was ich noch erstaunlicher finde, es ist auch nicht im Klappentext. Dann habe ich den Verlag gefragt, ob sie nicht finden, dass man das in den Klappentext machen müsste. Das wäre doch schließlich, um jetzt mal Marketing-Sprech zu machen, mein unique selling point. Nicht? Das Neue an meinem Buch ist natürlich irgendwie die Zusammenstellung und so, aber ist eben auch dieser Vorschlag. Und das war dem Verlag zu heikel. Dann wurde nochmal in der Marketingabteilung gefragt, ne, von Kiepenheuer und Witsch, und die haben gesagt, nee, also die Kriegswirtschaft darf auf gar keinen Fall auf den Klappentext. Fertig. Ja. Weg war sie. Aber ich möchte diese Idee der staatlichen Planwirtschaft bei privatem Eigentum doch nochmal positiv aufgreifen, um nochmal deutlicher zu machen, dass man also nicht nur was CO2 angeht, sondern auch was alle anderen Zuteilungen sind. Im Übrigen Wasserrationierung gab es in diesem Sommer schon. In diesem Sommer gab es die schon längst. Nicht? Und was halten Sie denn von dem Konzept von Keith Raworth, diese Donut-Ökonomie, die dann genau die Grenzen nach außen, die natürlichen Grenzen bestimmt, über die wir nicht hinausgehen können, und wer nicht glaubt, dass wir diese Grenzen noch nicht überschritten hätten, der muss sich dieses schöne runde Diagramm mal im Internet angucken von den ökologischen Belastungsgrenzen. Da ist im Besonderen die Stickstoffüberlastung, aber auch noch einige andere. Da, nicht? Also das wird das, und der Donut ist dann sozusagen, unter welchem sozialen Niveau wir nicht runterkommen sollen. Was halten Sie von? Also Sie kennen doch das Modell bestimmt. Ja, natürlich kenne ich das Buch von Kate Raworth, aber aus meiner Sicht bringt... Ich kenne das zum Beispiel nicht, und ich kann damit auch nichts anfangen. Wie bitte? Das habe ich... Ach so, ja, nee, da wollte ich jetzt gerade weitermachen. Das war noch nicht zu Ende. Aus meiner Sicht müssen Sie dieses Modell nämlich auch nicht kennen, weil es so ist, dass Sie, das ist eben ja der Fehler, den ich versuche auch immer wieder deutlich zu machen. Also Kate Raworth ist eine Engländerin, die auch sagt, ja, Wachstum geht nicht, wir müssen in eine Kreislaufwirtschaft kommen, und da endet das Buch. Wie man da hinkommt, steht da nirgends. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch völlig sinnlos, dieses Buch zu lesen. So, nee, nein, das sage ich jetzt mal so hart, weil ich habe alles gelesen, was es gibt, und immer wieder das Gleiche, die Feststellung, dass wir die ökologische Kreislaufwirtschaft anpeilen müssen, und nirgendwo steht, wie man da hinkommt.
So, deswegen habe ich ja mein Buch geschrieben, um jetzt mal die britische Kriegswirtschaft da ins Spiel zu bringen. Ich sage ja nicht, dass das die Lösung ist, aber ich will endlich mal eine Debatte, die vernünftig ist und an dem Problem ansetzt, wo es auftaucht, nämlich die Transformation, ne? Und was ich gar nicht leiden kann, sind diese ganzen Bücher, wo immer drin steht Kreislaufwirtschaft, und das ist dann eben auch der Weg, ne? Weit und breit keine Kreislaufwirtschaft in Sicht, und wie man dieses Chaos, das entstehen würde, wenn man sich dahin begeben würde, bändigt, kein Wort dazu. Und was mich noch mehr nervt, so Sie merken, ich gehe gerade jetzt langsam wirklich auf Zinne, ist diese moralische Überheblichkeit dieser Autoren. Nicht? Dann kommen die mit der Kreislaufwirtschaft und dann sind sie die Guten und alle anderen sind die Bösen. Also dass da immer moralisch diskutiert wird, statt dass man das mal systemisch oder analytisch betrachtet, woran es eigentlich scheitert. Also diese, ja. Naja gut, jetzt gucken schon wieder einige so ein bisschen. Noch mehr. Aber Frau Herrmann, hinter Ihrem Mantra zur britischen Kriegswirtschaft steht ja ein für mich nicht nachvollziehbares, riesengroßes Vertrauen in den Staat. Staat ist ein Wort mit 5 Buchstaben. Was ist das eigentlich? Sie meinen ja nicht den russischen Staat, der sozusagen jetzt Tausende von Leuten in den Krieg schickt. Sie meinen auch nicht viele Staaten in Afrika, oder Sie meinen nicht den US-amerikanischen Klassenstaat, der die Spaltung massiv vorantreibt. Sie meinen den deutschen Staat. Aber was ist das für ein merkwürdiger, was ist das für ein Akteur? Den bitte ich noch mal genauer zu. Dieses Vertrauen in den Staat, der korrespondiert, denke ich, mit vielen, die hier im Raume sitzen, dass es in Deutschland ein hohes Vertrauen gibt an eine Rechtsordnung, an einen Sozialstaat. Aber was ist das für ein Akteur? Können Sie den mal ein bisschen qualifizieren? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also die natürlich stimmt es, dass Staaten sehr unterschiedlich funktionieren, und der deutsche Staat ist auch nicht optimal, das würde jetzt hier niemand behaupten, aber natürlich ist er eingeübt, also weil der Staat, so wie wir ihn jetzt mehr oder minder kennen, den gibt es in Deutschland seit dem 17. Jahrhundert, und alle haben sich daran gewöhnt, mehr oder minder, wie das auch zu laufen hat. Ja, aber ich finde, man muss jetzt nicht so pessimistisch sein, weil ja die Corona-Krise zum Beispiel in ganz Europa von allen Staaten ähnlich gemanagt wurde, nicht? Also bei der Corona-Krise hat man ja gesehen, wie mächtig die Staaten sind, zumindest die Industriestaaten, auch wenn die unterschiedlich da verfasst sind. Auch Kanada, USA, Australien, letztlich haben sie alle das Gleiche gemacht, nämlich sie haben ihre Wirtschaft unterstützt und der Staat hat einfach die Planung und die Regie übernommen. Und das hat eigentlich überall funktioniert. Deswegen wäre ich da jetzt nicht so skeptisch, dass die Staaten versagen würden als Akteure, wenn man sagt, wir wollen Klimaschutz. Sondern das hat Corona und jetzt auch die Ukraine-Krise nochmal vorgeführt, wie viel der Staat eigentlich in der Lage ist zu leisten. Es funktioniert nicht alles jederzeit perfekt, aber der Staat ist als Akteur da und wird ja auch von allen adressiert. Also was ist denn jetzt? Jetzt ist die Wirtschaft steht beim Staat, alle stehen schon wieder beim Staat wegen der Ukraine-Krise und wollen da Hilfe. Also letztlich ist auch der Staat der einzige Akteur, der übrig bleibt. Und die demokratischen Länder haben eigentlich ziemlich gut abgeschnitten. Genau. Gegenüber jetzt anderen, also sei es über Russland wissen wir nicht, aber über China wissen wir relativ gut, wie die ihre eigene Wirtschaft ausgebremst hat und auch überhaupt das Leben ziemlich ausgebremst haben. Und insofern wäre dann die Anschlussfrage, was brauchen demokratische Staaten, um diese Begrenzung zu dieser einen Tonne CO2-Äquivalent. Ja, also wie kriegen wir das demokratisch hin? Das kann ich mich nur wiederholen. Die britische Kriegswirtschaft. Ja, aber jetzt haben wir vielleicht noch mehr Fragen, oder? Ich weiß ja. Ich komme mal noch zu ganz praktischen Fragen, die ein bisschen quer liegen. Wäre mit Atomkraft der Kapitalismus klimaneutral zu retten? Nein.
Also und zwar ganz egal, wie man jetzt zur Atomkraft steht, also ob man jetzt sagt, ja, das Endlagerproblem ist ja nicht gelöst oder die Atomkraft ist auch viel zu unsicher. Diese ganzen Detailfragen in Anführungsstrichen kann man weglassen, weil es einfach so ist, dass wenn man jetzt sagen würde, okay, wir bauen den gesamten Energiebedarf der gesamten Welt auf Atomstrom um, und das wäre ja dann die Idee, nicht? Wenn man sagt, wir wollen auf Atomstrom setzen, dann wären die Uranvorräte nach 10 Jahren erschöpft. Das heißt, die Atomenergie funktioniert nur, weil sie in Wahrheit eine Nischenproduktion ist. Also im Augenblick trägt die Atomenergie, glaube ich, 4% zum Endenergieverbrauch der Welt bei. Das nächste, es gibt 441 AKWs und für die reicht dann das Uran. Aber wenn man jetzt anfangen würde, hier massenhaft AKWs zu bauen, und man müsste ungefähr 15.000 AKWs bauen, damit der Energiebedarf gedeckt werden kann, dann gibt es dafür das Uran nicht. Dann gibt es, ich weiß nicht, ob es hier auch solche Spezialisten gibt, gibt es immer Leute, die sagen, ja, aber man könnte doch auf Thorium setzen oder schneller Brüter. Das ist alles theoretisch möglich, aber faktisch gibt es diese Technik im Augenblick nicht. So, nirgends. Und das muss man ernst nehmen. Wir müssen in 23 Jahren klimaneutral sein. Wenn wir jetzt anfangen würden, Atomkraftwerke zu bauen, wären die gar nicht fertig, nicht? Denn sie von den langen Bauzeiten in Frankreich, Flamanville oder in Finnland haben sie auch gehört. Also das kann man einfach vergessen, das Uran reicht nicht und es dauert alles zu lange fertig. Und es ist die teuerste Energieform. Ist auch noch, genau. Also, und, aber ich finde, dann kommen wieder welche und sagen, ja, aber dann kann man doch Mini-Reaktoren bauen, das ist dann Bill Gates und so. Aber wenn man einfach feststellt, ja, Mini-Reaktor, Großreaktor, egal wie, Mini-Reaktoren übrigens ist auch keine neue Idee, sondern schon in den 50er Jahren wollten alle Mini-Reaktoren bauen. Da war so die Idee, das Atomkraftwerk als Heizung in der Wohnung, nicht? Nichts davon ist wahr geworden, jetzt kommt das Ganze wieder, aber es ist egal, das Uran reicht nicht. Punkt. So, neue Frage aus dem Publikum. Ja. Ich habe noch einige Fragen, also auch noch so eine, die geht jetzt wieder, naja, ist egal. Sehen Sie Hoffnung in dem Export von grünem Wasserstoff? Also die Frage, wie man eine Wasserstoffwirtschaft installieren kann, zum Beispiel, indem man jetzt aus afrikanischen Ländern wie Nigeria, Marokko und Kenia irgendwelche Lieferketten konstruiert? Ja, das ist, die Frage kam, glaube ich, auch schon mal hier vorne, also hat irgendjemand reingeworfen, ja, Sahara, nicht? Ja. Das ist ja die Idee, also die nahe liegt, nicht? Also wir hatten das ja schon irgendwie, in Deutschland ist alles schwierig, weil es keine Solarenergie gibt im Winter und manchmal ist der Wind weg und kann man dann nicht einfach den Ökostrom da produzieren, wo es viel Wind gibt, beispielsweise in Chile oder viel Solarenergie Sahara, und dann wird das hierher importiert. So, und zu vielen Detailfragen fehlen gute Studien, aber ausgerechnet zu dieser Importfrage gibt es ein wirklich gutes Buch von einem von dem führenden Solarexperten Deutschlands, der heißt Volker Quaschning. Und Volker Quaschning, das ist alles von 2022, konnte ich also brühwarm in mein eigenes Buch integrieren. Und Volker Quaschning hat das mal durchgerechnet, was es bedeuten würde, wenn man in der Sahara den Strom produziert und dann nach Deutschland transportiert. Entweder als grüner Wasserstoff oder Ammoniak oder eben als Strom mit Masten oder als Pipeline, und es wurde alles durchgerechnet. So, und das erschütternde Ergebnis dieser ganzen Aktion, dieser seitenweisen Berechnung war, dass es billiger wäre, den Ökostrom in Deutschland zu produzieren, als in der Sahara. So, und das ist eine ganz, ganz schlechte Nachricht, nicht? Wir hatten ja jetzt schon, wie teuer es in Deutschland ist. Und wenn es dann in der Sahara inklusive Import noch teurer ist, heißt es, dass man hier mit dem Energieverbrauch runter muss, ne? Also wir sind wieder bei der Erkenntnis, es gibt nicht die Wunderpille, sondern wir können einfach nicht mehr so viel Energie konsumieren, wie wir das bisher gemacht haben. Und die Sahara ist da kein Ausweg, sondern ist nur teuer. So, und wie gesagt, das sagt der Solarexperte, das sagt nicht ich, ne? Na denn, es kommt noch ein anderes Argument, was ich schon öfter hier im Haus höre, das hat so einen, auch einen Beigeschmack, nämlich,
dass die Frage, ob das Problem, ob die Notwendigkeit des Schrumpfens auch eine Frage ist, die die Menschheit selbst betrifft. Und das war, ist die Frage der Geburtenkontrolle. Die Bevölkerung, Überbevölkerung auf der Erde ist ein Problem für manch einen. Ist das ein Problem? Muss man da eine Stellschraube nehmen, um klimaneutral zu werden? Ja, also ich finde, die Frage muss man diskutieren, aber da gibt es eine klare Antwort, nämlich wenn man klimaneutral werden will, würde es jetzt gar nichts bringen, an der Geburtenschraube zu drehen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Das erste ist, die Geburten sind gar nicht mehr das Problem. Weltweit ist es so, dass die Zahl der Geburten rasant gesunken ist und wir sind weltweit jetzt bei etwas mehr als 2 Kindern pro Frau, also vielleicht bei 2,5 Kindern pro Frau und so, das sinkt ja weiter. Also die Geburten sind nicht das Problem, deswegen würde es auch gar nichts bringen, jetzt weiter an den Geburten rumzuschrauben, sondern warum die Bevölkerung noch steigt weltweit, liegt an der steigenden Lebenserwartung. Die Kinder oder die Jugendlichen, die da sind, leben länger, aber das will man ja jetzt auch keinem verwehren, ne? Das ist das eine. Aber man, also dieses Ganze, so, das andere ist, aber das ist ja noch viel interessanter, das hatten wir jetzt eigentlich schon vorhin mal so im Ansatz, aber das muss man sich halt klar machen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, eigentlich darf man pro Kopf, pro weltweit eine Tonne CO2 emittieren im Jahr. Deutschland ist im Durchschnitt bei 11,2 Tonnen, die Reichen emittieren mehr, die Armen weniger, aber auch mit 5,4 Tonnen sind die Armen in Deutschland natürlich weit über der einen Tonne, die sie da emittieren dürfen. So, aber wenn man jetzt nach Malawi guckt, also nach Afrika, dann ist es so, dass da pro Kopf nur ungefähr 100 Kilo emittiert werden. Das heißt, wenn man sagt, jeder Mensch auf der Erde darf eine Tonne emittieren, dann können die Menschen in Malawi noch wachsen, ne? Die sind ja noch unter ihrer Tonne. Oder anders gesagt, in aller Härte, weil wenn in Afrika kein einziger Mensch leben würde, hätten wir trotzdem ein Klimaproblem. Das ist, muss man sich klar machen, dass die Klimakrise entsteht durch die Industrieländer und durch die Reichen. Und das bringt überhaupt nichts, jetzt bei den Armen anzusetzen. Das ist zwar immer besonders praktisch für die, die reich sind, aber das würde gar nichts bringen. Nein, die Industrieländer und die Reichen müssen verzichten, sonst wird das nichts. Also wie gesagt, Deutschland ist bei 3 Planeten anteilig. Ne? Das muss man sich einfach mal klar machen. Ja. Frau Herrmann, denken Sie, dass ein Ausstieg aus dem Kapitalismus mit einer Partei wie der FDP möglich ist? Okay. Das PS, das war jetzt PS, PS, wir kommen aus. Das war die Witzfrage zum Abschluss. Ja. Da reicht ein Wort, nein. Aber wir wollen es doch leben lassen, oder? Bekehren? Ja, wollen nein. Wir es bekehren? Ja, deswegen bin ich ja hier. Ne? Okay. Also. Nein, also um da sozusagen nochmal eine Ernsthaftigkeit reinzubringen. Also das hatten wir ja vorhin schon, dass die politischen Mehrheiten bisher nicht auf meiner Seite sind. Nicht? Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man die Demokratie nicht opfert. Nicht? Also das muss gemeinsam gelingen, der Klimaschutz, das geht nicht, indem man das nicht mehrheitlich schafft. Aber wir brauchen, weil gerade die FDP oder von mir aus dann, wir hatten ja am 1. September auch noch eine Veranstaltung zum Neoliberalismus, oder also da ging es um Verbot und Verzicht, was ja genau hier notwendig ist. Wir brauchen unbedingt eine ökonomische Aufklärung, welches ökonomische Denken nicht mehr geht. Und das ist dann eben das, was die FDP, diese FDP nicht bringt. Aber es gibt ja eine liberale Partei aus dem 19. Jahrhundert, die anders gestrickt war. Und im Prinzip, wir brauchen ein neues ökonomisches Denken, was bestimmte Ziele hat und Grenzen setzt, und dann können wir anfangen. Und das ist ja das, was die bisherigen ökonomischen Theorien oder das bisherige ökonomische Denken sich selbst verwehrt.
Ja, also die Antwort mache ich mal ganz kurz. Nicht? Also in meinem Kapitel gibt es auch ein, in meinem Buch gibt es auch ein Kapitel, das heißt das Versagen der Ökonomen. Und aus meiner Sicht ist es nicht nur so, dass die Neoliberalen versagen, weil die so Gleichgewichtsmodelle haben und gar nicht dynamisch denken können. Die können eigentlich weder Wachstum noch Strumpfen denken, sondern auch die Keynesianer versagen. Nicht, weil Keynes, das ist ein Ökonom aus England, der bei der Weltwirtschaftskrise wichtig war, 1929 bis 1933, der hat, weil er in der Weltwirtschaftskrise seine große Theorie entwickelt hat, war natürlich die zentrale Frage, wie kriegen wir das Wachstum zurück? Weil der war ja konfrontiert mit Millionen von Arbeitslosen, der Faschismus setzte sich in ganz Europa durch, der wollte einfach diese Krise überwinden. Und dafür hat Keynes eine geniale Theorie entwickelt. Aber es ist natürlich eine Theorie, die darum kreist, wie bekommt man Wachstum? Was die Keynesianer nicht denken können, ist, wie kriegt man Schrumpfen hin? So, und damit haben wir jetzt das Problem, dass eigentlich die beiden herrschenden Schulen, die Neoliberalen oder Neoklassiker, wie sie heißen, und die Keynesianer, sind zwei Schulen, die Wachstum brauchen, damit ihre Modelle funktionieren. Und wenn die jetzt sagen würden, okay, das Wachstum gibt es nicht mehr, wir müssen schrumpfen, dann wäre die Herausforderung für die heutige Volkswirtschaftslehre, dass sie alle ihre Modelle, und zwar alle, müssten sie wegschmeißen. Und das ist natürlich hart, ne? Also passiert dann nichts. So. Gut. Ja, gut, genau. Könnt jetzt eine andere Geschichte erzählen, aber die erzähle ich dann unten am Tisch. Gibt es bei dir noch Fragen? Ja, es gibt mehrere Wortmeldungen. Ansonsten würden wir gegen Ende hingehen. Nee, ich kann noch eine. An Fragen mangelt es nicht. Ich würde gerne noch eine Frage. Ich kann ja mal sammeln. Nein, ich stelle jetzt eine Frage. Okay, eine Frage. Und stelle die eine Frage, die mir jetzt vorschwebt, die da lautet, die von mehreren nämlich geäußert worden ist. Nämlich für den von Ihnen beschriebenen Weg hin zu einer ökologisch tragbaren Kreislaufwirtschaft brauchen wir eine enorme Transformationswilligkeit bzw. Anpassungswillen der Gesellschaft. Also es geht um die Sozialpsychologie. Es geht um die Transformationswilligkeit. Ja, wie, denken Sie, schafft man diese Akzeptanz, sich auf diesen Weg, diesen von Ihnen beschriebenen Weg zu machen? Transformationskompetenz wird das dann im Weiteren genannt. Ja, die Frage ist sehr gut und natürlich sehr richtig. Also da haben Sie mich sozusagen erwischt. Ich weiß es auch nicht. Also meine Vermutung ist, die Sie wahrscheinlich auch alle haben, nämlich, dass wir kollektiv zu spät aufwachen werden. Also man darf nicht unterschätzen, was auf uns zukommt. Ich glaube, die unterschwellige Idee aller Beteiligten ist, und das kann ich total nachvollziehen, okay, also die Industrialisierung, sprich den Kapitalismus, den gibt es ja jetzt seit 260 Jahren. Also das heutige System ist 1760 ungefähr in England entstanden und hat sich dann erstmal in Europa und Nordamerika verteilt und dann langsam über die ganze Welt. Aber jetzt gut, wir haben das jetzt mal, sagen wir mal, grob gerechnet, 260 Jahre. Und in diesen 260 Jahren, das kann man dann ja immer nachlesen, ist die globale Temperatur um 1,2 Grad gestiegen. So, dann denkt ja jeder normale Mensch, okay, 260 Jahre und nur 1,2 Grad, wo ist jetzt das Problem? Da machen wir doch einfach mal weiter und dann haben wir vielleicht in 260 Jahren wieder 1,2 Grad und ich bin nicht da, meine Kinder sind nicht da, meine Enkel sind nicht da und wer weiß, was dann noch passiert und ist ja dann jenseits von allen sozusagen Möglichkeiten der Berechnung. Was dabei völlig außer Acht gelassen wird, ist, dass das viele CO2, das schon in die Luft gepumpt wurde, deswegen nicht so große Schäden angerichtet hat, weil 50% wurden von den Ozeanen gebunden und 90% der produzierten Wärme wurde ebenfalls von den Ozeanen gebunden. So, und jetzt sind aber die Ozeane voll. Die können kein CO2, also können nicht mehr so viel CO2 binden und auch nicht mehr so viel Wärme. Und wenn dieser Puffer ausfällt, und der fällt jetzt demnächst aus, dann gehen die Temperaturen senkrecht in die Höhe.
Und deswegen gibt es ja dann diese Prognosen, die sagen, wenn wir hier gar nichts machen, wie gesagt, im Augenblick machen wir nichts, dann sind wir 2100 bei einem Plus von 5,6, bei 5 bis 6 Grad. Das heißt, bisher hatten wir irgendwie 1,2 Grad in 260 Jahren und in den nächsten 80 Jahren haben wir dann aber irgendwie 5 Grad plus zu den 1,2 Grad, die wir schon haben. So, und das ist aber ganz schwer für Menschen emotional, und das kann ich total nachvollziehen, zu realisieren, dass man jetzt tatsächlich sozusagen an einem Kipppunkt ist, wo sich alles ändert, wo nichts mehr so bleibt, wie es war. Und dass das jetzt ganz schnell geht, weil bisher ging ja nichts schnell. Ne? Man hat ja immer munter CO2 emittiert und eigentlich ist nichts passiert. Und dass das jetzt vorbei ist, das ist ganz schwer nachzuvollziehen. Und dann gibt es noch natürlich so eine andere Hürde, die auch völlig verständlich ist. Nicht? Nämlich, wenn dann hören die Leute, okay, 5 Grad plus, ja, das ist ja dann so, als würde ich in Griechenland leben, ne? Hier. In Frankfurt ist es dann so warm wie in Griechenland. Und in Griechenland ist man ja im Urlaub, nicht? Jeder weiß, wie schön es ist, wenn es warm ist. Und dann denkt man sich ja, warum soll das jetzt ein Problem sein, wenn in Frankfurt die Temperaturen wie in Athen sind? So, und das kann man auch nur sozusagen anschaulich machen, indem man mal wieder rückwärts guckt, nämlich in die Eiszeit. Also in der Eiszeit gab es ja 500 Meter Eis über Deutschland und man muss wissen, dass es damals global nur 5 Grad kälter war als heute. Daran sehen Sie, dass 5 Grad im Klimasystem ist alles. Also wenn wir hier bei 6 Grad plus sind, dann steht hier kein Stein mehr auf dem anderen. Wir sind in einer völlig anderen Welt. Und zwar in einer Welt, die kein Mensch wirklich berechnen kann, weil es sowas ja noch nicht gab. Also, dass man in 100 Jahren das Weltklima um 6 Grad aufgeheizt hat oder um 5, das gab es bisher nicht. Und was sich dann abspielt, weiß keiner. Und das ist schon tragisch, nicht? Also, wir leben oder wir haben gelebt, die Zeit ist schon vorbei. Aber eigentlich wären wir im Augenblick in dem sogenannten Holozän. Das Holozän war die stabilste Klimaepoche aller Zeiten. Und die hat vor 10.000 Jahren ungefähr angefangen, genau, oder vor 12.000 Jahren. Genau deswegen ist der Mensch dann auch sesshaft geworden und hat Landwirtschaft betrieben, weil es zum ersten Mal klimatisch möglich war. Es war ganz stabil und es war eine Traumtemperatur für den Menschen. Ganz stabiles Klima, Holozän. Hätte noch 50.000 Jahre angehalten, diese wunderbare Zeit. Leider haben wir durch unsere CO2-Emissionen das Holozän schon verlassen. Das haben wir schon zerstört. Diese stabilen Wetterlagen gibt es gar nicht mehr. So, und Holozän haben wir schon kaputt gemacht, aber wir könnten auf der Welt noch leben. So, jetzt machen wir noch plus 5 Grad und dann geht es nicht mehr. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht funktioniert, ist extrem hoch. Jetzt denke ich auch, dass wenn dann die Klimakrise sich permanent verstärkt, und das wird sie ja sehr schnell jetzt tun, dass natürlich dann irgendwann alle aufwachen und denken, holla, so geht das hier nicht weiter, jetzt müssen wir hier mal was machen. Nicht? Und dann auch nach echten Lösungen gesucht wird und nicht nur nach irgendwelchen Scheinlösungen nach dem Motto grünes Wachstum. Nur das Problem ist natürlich, dass wir dann schon wesentliche Kipppunkte im Klimasystem passiert haben, die wir dann nicht mehr unter Kontrolle kriegen und dann wird sich das System zum Teil verselbstständigen. Insofern bin ich genau wie Sie eigentlich pessimistisch. Trotzdem habe ich dieses Buch geschrieben, nicht? Weil ich natürlich immer denke, man muss es versuchen, man muss diskutieren, man muss echt Lösungen debattieren und irgendwie geht es mir auch so, dass ich denke, okay, wenn es schon echt katastrophal ist, dann muss man es wenigstens interessant finden. Gut, wollen wir das als Schlusswort nehmen? Ich hätte noch eine Ergänzung, es war ja eine kurze, gute Darstellung der Klimadynamik. Aber es ist an bestimmten Punkten eigentlich noch krasser, weil die ersten Kipppunkte ja jetzt schon angezählt sind. Also da ist der Regenwald, der angebrannt wird, aber auch die Gletscher, die sich die unaufhaltsam schmelzen. Deswegen ist eben mit 2 Grad nichts mehr geholfen, weil dann das
der eine Kipppunkt das andere wieder beschleunigt. Also wir haben dieses träge, träge dynamische Klimasystem ist eben extrem schwer zu steuern und deswegen hat man sich in Paris auf 1,5 geeinigt, ist aber im Moment weit davon entfernt, das auch nur annähernd in den Griff zu kriegen, auch global natürlich. Ne? Vielen Dank, Frau Herrmann, dass Sie gekommen sind. Sie haben ja viele Leute ins Haus geholt und ja, alle Fragen offen, oder? Ja, natürlich. Also ich bin natürlich überzeugt von meinem eigenen Ansatz, aber letztlich ist das nur, sollte das nur dazu dienen, dass die Diskussion losgeht. Ich bin also, warte also oft gespannt auf Gegenmodelle.